Nehmen wir Ja, halt aber das ist jetzt Tobias die Huch Frage. oder so. Okay. Du kannst ja gleich das Beispiel von Neiter nochmal bringen, aber was ist eine allgemeine Definition dafür, was menschenfeindlich ist? Darauf wollte ich hinaus mit dem Beispiel von Naitan. Deswegen, ich selber habe ja gar keine genaue Definition jetzt aus dem Stegreif. Ich kenne die Definition davon jetzt nicht aus dem Lehrbuch. Ne? Weiß ich nicht. Hast du sie vielleicht? Willst du sie mir gerade? Gibt es eine allgemeine Definition davon? Ja, im Chat hat gerade jemand geschrieben, Finessi widersprechend, menschenfeindlich. Also nein, Ja. ich würde Genau. sagen, feindlich, eine Feindlichkeit, das impliziert ja, dass man jemanden weghaben möchte. Also jetzt nicht unbedingt, dass man ihn gleich physisch vernichten will, aber dass man zumindest Maßnahmen ergreifen will, dass er nicht mehr da ist. Wenn du jetzt Genau. also pauschal gegen alle Menschen feindlich bist, das ist ja fast ausgeschlossen, das ist so gut wie niemand, aber dass du gegen bestimmte Menschengruppen feindlich Genau. bist. Also keine Ahnung, gegen Ausländer, gegen bestimmte sexuelle Minderheiten, gegen arme Leute, also dass du sagst, wir sollten diese Leute so schlecht es geht behandeln, damit sie abhauen, damit sie weniger werden, beziehungsweise damit es ihnen so schlecht wie möglich geht. Also das könnte man als menschenfeindlich bezeichnen, aber ja, das Wort, das ist, glaube ich, gar nicht so genau zu definieren. Das wird vor allem als politischer Kampfbegriff verwendet, wenn man was gegen bestimmte Ideologien sagt. Meine, ich habe ja sehr viel Twitter gelesen die letzten Jahre, wenig selber geschrieben, sehr viel gelesen. Und da gibt es sehr viele menschenfeindliche Menschen, aber das sind eher Menschen, die leiden unter sozialen Ängsten und haben deswegen Probleme, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist anstrengend und deswegen schreiben sie anderen auf Twitter, ich hasse Menschen. Also die sind Ja, halt das sind die, ja ne? Trollposts normalerweise. Das ist ja nicht ernst gemeint, wenn das wer auf Twitter schreibt, normalerweise. Ah, der Trinkbefehl. Moment. Da fällt mir ein, ich muss die Alerts ausmachen, falls irgendein Alert reinkommt. Ich habe meine Alertbox vor kurzem komplett Alert? entsorgt. Die hat so sehr genervt. Ja? Na, ich hatte so dieses, kennst du Schweigen der Lämmer, den Film? Ich habe davon gehört, aber nie gesehen. Da gibt es so einen kurzen Ausschnitt, wo Hannibal, also der einer der Hauptcharaktere, da sagt Tick-Tack, Tick-Tack, und das habe ich da rausgeschnitten und ein bisschen in der Länge gezogen und dann als Alert gemacht, immer wenn wer followed. Und da sind mir, ich weiß nicht, ob das ein Bot-Attacke war oder so, plötzlich ganz viele Leute gefordert und dann ging es die gefollowed und dann ging es die ganze Zeit Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Das fand ich schon ein bisschen nervig. Stream ausmachen und nachholen. Ey, okay, ich mache sofort aus. Das Gewichtheben mache ich nachher, nach dem Talk, würde ich sagen. Jetzt nicht zwischendrin, ne? Ich glaube, Hannibal Lecter, der war bestimmt menschenfeindlich, oder? Sind wir uns da Ja, einig? ich Oder glaube. war er ein Connoisseur der Menschen? Ja. Ja, wie gesagt, das Wort menschenfeindlich ist, glaube ich, gar nicht so pauschal zu definieren, denn wirklich so Misanthropen, die alle Menschen hassen, gibt es ja eigentlich fast nicht. Es ist ja immer eine Feindlichkeit gegen bestimmte Gruppen, wenn sie auftritt. Also es ist Und entweder nicht. mal, ne, entweder ein Kampfbegriff oder es ist einfach, wenn Leute wirklich ihre eigenen Probleme haben und sagen, ey, ich habe so die Schnauze voll von Menschen, ich brauche mehr meine Ruhe, dass sie sagen, ich hasse Menschen. Die sind aber dann nicht wirklich Misandristen, sondern wollen einfach mehr ihre Ruhe haben. Ne? Die haben trotzdem Menschen lieb. Und da ist zum Beispiel Karl. Karl, ne, du hast ja selbst gesagt letztens, dass ich auch recht liberal gegenüber dieser Woke-Bubble bin oder Habe ich Anti-Woke das? oder Pseudo-Woke. Hast du gesagt? Ja. Und es ist gar nicht Ui. schlimm. Der Karl Ach so, ist ja, ja. das kann ich erklären. Das habe ich gesagt, weil ich es bei Calpulcho gelesen habe. Also, das war jetzt kein Angriff gegen dich. Das ist. Nein, das habe ich nicht als Angriff verstanden. Ich bin nicht Neidhahn. Ich sag nicht, aber du hast gesagt. Jetzt verteidige dich nicht. Nee, das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe Karl eine ganze Weile verfolgt und wenn ich eine ganze Weile jemanden verfolge und mir die Videos angucke, dann. Folge ja niemandem, den ich hasse. Das wäre ja ungesund. Wenn ich nur jemanden aus Hass schaue, mich aufrege, das wäre schlecht für mich. Die Sache ist, ich schaue mir von den Leuten dann auch gern Videos an und gucke, wie die sonst so drauf sind, um die ein bisschen besser zu verstehen. Und der Karl hat eine Therapie hinter sich, wahrscheinlich mehrere Therapien hinter sich, hat Antidepressiva hinter sich. Und er sagt selber immer, dass er sehr, sehr menschenfeindlich ist. Nicht mit den Worten, aber dass es sehr viele Menschen gibt, die er nicht mag. Er hat wahrscheinlich wirklich nur zu wenigen Menschen eine Bindung. Aber diese Menschen scheint er sehr gerne zu haben, wenn du einige Videos siehst. Es gibt einige Streams, wo er wirklich einfach mal nett zu Leuten redet. Also Leute aus seiner Bubble, wie er richtig nett zu denen ist, wenn es denen schlecht geht. Also so richtig. Nicht dieses freundlich zu Hugo, sondern so richtig herzlich. Da ist er wirklich mal nett und geht aus sich raus. Ne? Und das ist eine Seite, die finde ich sehr menschlich.
Und ich glaube, er hat diese Seite gegenüber auch Naitan. Ich meine, Naitan heißt Chris und ich habe mal mitbekommen, dass er einem Chris wirklich, wirklich nur das Beste und das Herzlichste gewünscht hat in dem Stream. Da wusste ich noch nicht, wen er mit Chris meint, aber ich glaube, das war dann Naitan. Und die beiden sind schon sehr dicke. Ne? Und ich glaube auch, die aktuelle Sache, dass Karl so eskaliert, ist, dass Naitan ihm ständig erzählt, dass wir den armen Naitan ärgern, obwohl der Naitan die ganze Zeit Fronts gegen uns raushaut. Ich würde da gar nicht so sehr psychologisieren. Es ist mir relativ egal, aus welchen individuellen Motiven ein Dekadent oder ein Naitan handelt. Ich finde es aber wichtig, die menschliche Seite der Leute zu verstehen. Dass ich die Leute nicht verurteile, sondern das, was sie tun, das, was sie sagen, versuche einzuordnen und zu sagen, hier haben wir vielleicht ein Problem gefunden, aber die Person an sich ist nicht böse. Die sind uns feindlich gegenüber, weil die sich bestimmte Sachen erzählen. Das bildet sich halt so. Ja, ich finde, über persönliche Sachen rumzuspekulieren, das hilft ehrlich gesagt nicht sonderlich viel weiter. Damit lenkt man nur von den eigentlichen Themen ab und es ist auch so sehr, dass man sich so ein Wissen überhaupt anmaßt, was die anderen privat so machen. Also das finde ich eigentlich nicht gut. Das machen die ja öffentlich. Ne, freundlich zueinander sein machen die ja öffentlich. Und sich gegenseitig anrufen. Das ist ja jetzt nichts Privates. Dass die sich öffentlich gern haben, ist ja öffentlich. Aber das ist eine menschliche Seite einfach von den beiden. Und deswegen bin ich jetzt nicht generell anti. Das bringt, glaube ich, nichts. Also vor 2 Jahren war Dekadent auch noch nett zu Proletopia und kaum hatte der mal eine andere Meinung, war er sofort draußen. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, aber ich kann ihn trotzdem nicht hassen, deswegen. Nur weil er Leute rauswirft. Deswegen hasse ich ihn als Menschen nicht. Darum ich weiß ja nicht, was er sonst noch alles. Ne? Also ich habe gerade dafür argumentiert, dass das relativ egal ist, wie er als Mensch ist, weil ich das sowieso nicht wissen kann. Also es kann mir ja sowieso egal sein. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, was er politisch macht und verbreitet. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das mache ich dir. Ich mache dir das gar nicht zum Vorwurf. Aber dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass einige Leute, die uns vielleicht folgen, sehr emotional reingehen. Viele Zuschauer können sehr emotional werden und die versteifen sich dann und fangen an, Leute zu hassen. Das finde ich nicht gut und deswegen versuche ich das ein bisschen freundlicher rüberzubringen. So krass habe ich das bei meiner Community eigentlich nicht erlebt. Also ja, natürlich gibt es da viele, die ihn hassen, aber bei deren Community ist das 10-mal schlimmer. Also du siehst ja, guck dir deren Chat an. Das reicht, glaube ich, völlig aus. Ich weiß, aber die sind nicht in meiner Verantwortung. Bei meinen Zuschauern würde ich mich schuldig fühlen, wenn die sich schlecht fühlen wegen mir. So, wir waren beim Thema menschenfeindlich. Ja, stimmt. Haben wir da jetzt eine Definition? Nee, haben wir nicht. Es wird normalerweise als Kampfbegriff verwendet. Kannst du, glaube ich, gar nicht allgemein definieren. Und so wirklich Menschenfeindlichkeit gegen alle Menschen kommt ja so gut wie nie vor. Genau. Sollte nicht. Ansonsten gibt es da andere, größere Probleme. Mein Beispiel, was Naitan betrifft, was er gebracht hat, dass er meinte zuerst, wenn jemand sagt, dass jemand mit Autismus krank ist und ins Krankenhaus gehört, würde man ihm irgendwas absprechen. Das wäre menschenfeindlich. Deine Meinung dazu? Das ist erstmal eine dumme, also dass alle Menschen mit Autismus ins Krankenhaus gehören oder ein Teil? Er meinte ja, ist ja auf sich bezogen. Er hat ja selber, der ratet gerade der Quasselquocker. Dankeschön. Er selber hat ja Autismus, Asperger-Autismus. Ne? Und er meinte, wenn ihm jemand sagen würde, das ist eine Krankheit und damit muss er zum Arzt gehen. Das ist ja eine Beeinträchtigung, die kannst du nicht heilen. Damit wirst du geboren. Das ist einfach so. Du funktionierst einfach anders dann, ne? Ja. Aber wenn ihm jemand sagt, das sei eine Krankheit, dann soll er mit ins Krankenhaus oder sich behandeln lassen, dann sei das ja menschenfeindlich und man würde ihm das absprechen, dass er eine Beeinträchtigung hat. Und das finde ich allein schon übertrieben, weil du weißt doch nicht, was der andere denkt. Ja, wie und gesagt, nicht jeder weiß, was Autismus ist. Menschenfeindlich ist, wie gesagt, ein Kampfbegriff. Deswegen würde ich mich mit solchen persönlichen Ratschlägen, wie geht zum Arzt, eher zurückhalten. Also deswegen würde ich das Ganze politisch analysieren und politisch verbreitet Naitan da wirklich schlimmste Demagogie. Also das ist, glaube ich, der Punkt, worauf man sich konzentrieren sollte und nicht solche Vermutungen übers Private. Aber dieses öffentliche Rumgeopfere von Naitan, ich bin ein Autist oder die Autismus-Community, also was ist das für eine grenzbescheuerte Konstruktion? Es gibt keine Autismus-Community. Also das ist so dumm.
das sollte man schon öffentlich kritisieren, wenn er sich so absurd versucht, in die Opferrolle zu stellen. Worum es mir geht, ist zu erklären, wie er versucht zu argumentieren. Oder er hat dir ja gar keine Chance gegeben, ordentlich zu reden. Ne? Nicht nur das. Vielleicht auch, aber nicht nur das. Er redet ja auch für andere, die Opfer sind. Meint er zumindest. Er bezieht ja bestimmte Sachen auf sich selber und empfindet die dann als richtig menschenverachtend und feindlich und irgendwas absprechend. Während er andere Sachen vollkommen in Ordnung findet, wie Leute beleidigen. Das ist vollkommen in Ordnung. Nach seiner Ansicht. Das andere ist viel schlimmer. Aber wer ist der eigentlich, das festzulegen, was schlimm ist und was nicht schlimm ist? Er ist der Gute. Meine Kopfhörer. Die Kopfhörer. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Sag mal was. Hallo? Ist der Ton bei dir weg, oder? Nö, die sterben gerade. Moment. Moment, du darfst weiter. Erzähl weiter. Red einfach in meinem Chat. Na, wie gesagt, dieses ständige Opferrolle-Gestelle, was wir auch bei Shoyoka gesehen haben, was wir eigentlich bei all diesen Wokies sehen, bei Leuten wie Finessi, bei also diesen ganzen Woken. Ständig, ich bin ein armes Opfer, helft mir. Und dann noch gleichzeitig bei anderen Opfergruppen, wo sie nicht dazugehören, da sind sie Ally. Also sie sind halt entweder Opfer oder Ally und einfach neutral zu irgendwas stehen können sie nicht. Also dieses ständige bitte helft mir oder ich helfe jetzt anderen. Also diese ständige Moralisierung von Politik, dieses identitäre Politikverständnis, diese Konstruktion von immer neuen Opfergruppen, also die Autismus-Community, da muss man sich wirklich mal denken, wie kommt man auf so eine Konstruktion? Also da steckt wirklich kein logisches Denken hinter. Das ist wirklich eine ganz gefährliche Ideologie, wenn du jetzt irgendwelche zufälligen Eigenschaften als Community definierst. Du könntest ja auch sagen, die Community der Menschen mit einer weißen Hautfarbe, da gehöre ich jetzt auch dazu. Also, Ja, da könnte es schon in der Richtung gehen. Oder die Community der Weißen und Blauäugigen, keine Ahnung. Community der Blauäugigen. Du musst aufpassen, was du sagst. Das wird alles geklippt und dann hat Nathan das auf einer Festplatte. Und dann kommt er, du hast mal gesagt, du gehörst zur Gruppe der Weißhäutigen. White Power hier. Ich habe keine. Also ich gehörte, wenn, zur Community der Braunhaarigen, nicht der Blondhaarigen. Siehst du ja. Aber weiße Hautfarbe, ne? Ja. Die Sache ist ja, was bringt denn das? Wem nutzt das was? Nichts. Also du politisierst Identitäten, die du nicht politisieren solltest. Er hat als Mensch den Vorteil, dass er nun auf andere Menschen gehen darf und hat dann die Rechtfertigung, ja, aber ich tue das ja aus dem und dem Grund. Ich darf mich daneben benehmen, weil ich bin ja ein Guter. Das hat er vielleicht davon. Ja, also diese Moralisierung der Politik, die ist extrem gefährlich, denn wenn der Gegner andere Interessen hast dazu, dann kannst du mit ihm darüber verhandeln. Also wenn du sagst, ich will, keine Ahnung, Spitzensteuersatz von 90% und der Gegner sagt, ich will einen Spitzensteuersatz von 40%, dann könnt ihr euch in der Mitte treffen. Wenn der Gegner aber sagt, meine Moral ist die richtige und du musst jetzt, fünfmal am Tag den Mekka beten oder die Regenbogenflagge anbeten oder such dir irgendwas aus, ja, dann kannst du darüber nicht verhandeln, dann musst du dich dem entweder unterwerfen oder dagegen kämpfen. Das ist es, wo diese Ideologie letztlich drauf hinausläuft. Das Problem auch der Überlegenheit. Das, was ich sage, ist immer richtig und die anderen haben gefälligst den Mund zu halten. Die sind ja gar nicht betroffen. Wie mit dem Trans-Dating. Da sind die Cis-Leute sind gar nicht betroffen. Die haben gefälligst Trans-Leute zu daten. Natürlich sind Cis-Menschen betroffen bei dem Thema. Es geht um Cis-Menschen. Nicht nur das. Also, du hast ja mitbekommen, was Trans-Menschen, die bei dem Thema eine andere Meinung sind, was die laut Neitern sind. Das sind dann transfeindliche Token. Also, Neitern weiß, dass Trans-Menschen transfeindlich sind. Können sie zum Beispiel sein. Jeder könnte transfeindlich sein, rein theoretisch, ja? Ja, das sind einfach Transmenschen, die sich selbst hassen. Das ist total wahrscheinlich, wenn die einfach Neitans Ideologie widersprechen. Nee, es kann Transmenschen geben, die zu anderen Transmenschen feindlich sind. Ja, aber dann nicht pauschal zu allen Transmenschen, dann ist es keine pauschale Transfeindlichkeit, sondern dann ist es, keine Ahnung, woke Transaktivisten auf Twitch-Feindlichkeit. Das ist ja nicht Transfeindlichkeit. Es kann auch den einen oder anderen verrückten Transmenschen geben, der transfeindlich ist gegen alle anderen Transmenschen, weil er Gatekeeping betreibt oder so. Kann es alles geben, ne? Die Welt ist groß. Weiß es nicht. Ja, es gibt ja auch wirklich Antideutsche, die hassen tatsächlich alle Deutschen. Also das ist. Ja, es gibt tatsächlich.
Ich weiß nicht, hast du von dieser kruden Ideologie mitbekommen, die Antideutschen? Das passt hier, glaube ich, gut rein. Nee, habe ich nicht. Dara bezeichnet sich, glaube ich, als Antideutscher, beziehungsweise er ist auf jeden Fall ein Antideutscher, wenn du dir seine Nein. Ideologie anguckst. Antideutsche, das sind solche Leute, die, ja, die hassen Deutschland. Die wollen, dass Deutschland als Nation verschwindet. Die wollen, dass Deutschland als Nation möglichst schwach gehalten wird. Und die feiern beispielsweise die Bombenangriffe auf Dresden. Die versammeln sich immer in Dresden und schreien dann, Bobba Harris, do it again. Also bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, eine Referentin, Julia Schramm hieß die, die hat auf Twitter beispielsweise geschrieben, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris, Feuer frei. Und diese auch die Antilopen-Gang, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben so ein Lied geschrieben, Baggersee, da fordern die eine Atombombe auf Deutschland. Also solche Leute sind das. Den Song kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne die Antilopen-Gang, habe davon gehört. Das ist alles übertrieben. Ne? Auch überhaupt bombt irgendwen weg, was für ein Blödsinn. Vielleicht steckt da auch wieder was anderes dahinter. Wir haben es nur wieder nicht verstanden. Es gibt ja diese Symbolsprache, dass die meinen das ja eigentlich nicht so. Ne? Es kommt aber so rüber. Und ich glaube auch nicht jeder auf deren Seite versteht, dass das dann Bildsprache sein soll oder sonst irgendwas. Wie dieses All Cops are Bastards, was Karl auch erklärt hat. Das ist ein Spruch gegen das System und nicht unbedingt gegen jeden Cop. Das stimmt. Das habe ich früher auch schon gehört von diversen Punks und Anarchisten. Das heißt aber nicht, dass jeder auch diese Bedeutung kennt, der auf deren Seite steht. Auch wenn es diese Erklärung gibt. Ja, aber das ist ja schon eine individualisierende Moralisierung. Also wenn du es auf den individuellen Polizisten beziehst. Das tun sie ja nicht auf den. Also normalerweise all cops are, also da sagen sie ja schon alle Polizisten. Du könntest ja auch einfach die Polizei sagen, als Institution, wenn du die kritisieren willst. Ja. Das ist aus dem Englischen halt, ne? Da wird nicht viel, da wird einfach mal aus dem Englischen, wird das einfach übernommen und dann passt das schon. Wo Gonzo Bild, wurde ich gerade im Chat gefragt, der hat leider zu wenig Internet. Deswegen ohne Gonzo Bild. Genug Internet für heute. Ich hab nicht so eine hohe Upload-Kraft. Aber halt das Gespräch, ne? Das Gespräch zwischen dir und Nathan, ich finde das alles sehr unbefriedigend. Weil egal, wie man es dreht und wendet, er hat dir einfach sehr viel unterstellt, hat dich die ganze Zeit provoziert und stellt sich dann später in seinem eigenen Livestream als der Anständige dar. Und du hast ihn beleidigt und er war total rational. Und es ist voll unfair, dass die Leute ihm jetzt nicht gönnen, gewonnen zu haben oder so. Dass die Leute nicht alle zu ihm rüberwandern. Das ist ja, echt schlimm. Ja, den scheint das echt mitgenommen zu haben. Ist genauso wie Lara, der damals gegen Erwin diskutiert hat, seine Community übelst beschimpft hat, gesagt hat, dass Marie-Louise Vollbrecht beispielsweise Transmenschen am liebsten in Lager stecken wollte. Gesagt hat, dass Rechte in Angst und Schrecken leben sollen. Also von Daras schönen Zitaten, die sind aus diesem Talk damals. Der war damals auch, darauf nicht mehr gut zu sprechen. Oh, ich sehe gerade eine Frage an dich von einem Mod von mir angeheftet. Ich habe es mal wieder ignoriert, Entschuldigung. Warum geht man in einen Talk mit Nathan? Er ist an einem Austausch gar nicht interessiert, das stimmt, und ziemlich von seinem Chat getrieben. Was genau erhofft man sich da? Dass man neutrale Zuschauer, also wer von dieser Walken-Ideologie indoktriniert ist, den kann man, glaube ich, schlecht überzeugen. Also natürlich versuche ich auch das. Ich habe ja jetzt, ich war ja jetzt nicht sonderlich aggressiv und so und ich war jetzt bei weitem nicht so aggressiv wie Nathan, aber vor allem neutrale Zuschauer, die noch nicht wissen, was sie von dieser Ideologie zu halten haben, davon zu überzeugen, dass diese Ideologie ein absolut falscher Weg ist und dass man versuchen sollte, das so gut es geht, zurückzudrängen. Wobei ich das wirklich schade finde, dass du dich hast provozieren lassen. Aber war auch wirklich maximal unangenehm. Aber das ist dann immer schlecht für neutrale Zuschauer, wenn du tatsächlich auf die Provokation eingehst. Er hat aber halt alles so dargestellt. Ne? Um zu erklären für Leute, die das nicht gesehen haben, obwohl jeder das hier gesehen hat, nehme ich an. Er sagt dann, du wolltest, dass die AfD in die Regierung kommt. Das hat er erstmal so in den Raum gestellt. Das ist die Interpretation. Ich interpretiere, du willst persönlich, dass die AfD in die Regierung kommt. Und dann fragst du, wo habe ich das gesagt? Und dann sagt er, du hast da was gesagt mit, die sollten sich mit der Wagenknecht-Partei oder sowas, ne? Die sollten dann so ein Dings bilden. Ich kenne mich mit Politik nicht so aus. So habe ich schon mal nicht gesagt, aber ja, ich habe gesagt, die Wagenknecht-Partei, also ich werbe halt dafür, dass die Wagenknecht-Partei in die Regierung kommt und die sollte strategisch klug handeln, das habe ich gesagt. Meinst du dann auch, ich habe mir das nochmal angeguckt, die wollen ja eigentlich nicht koalieren mit der AfD, ne? Ja, aber koalieren sowieso ist, nicht. Wenn überhaupt Tolerierung in irgendeiner Form.
Genau. Ne, was ist, wenn die irgendwann so viel Stimmen haben, dass die in einer Position sind, wo sie das machen können? Das ist ja ein Was-wäre-wenn-Beispiel. In dem Fall. Und er sagt, das hast du so gesagt. Und dann sagst du, ja, das war aber hier, was wäre, wenn? Wenn das sich so ergibt, dann wäre das besser, wenn. Und er sagt, nee, hast du aber gesagt, du bist ein Rechtspopulist. Und dann hat er immer wieder gesagt, du bist aber ein Rechtspopulist, immer wieder, um dich zu provozieren. Und dann hast du noch gesagt, dass es vorher keine Alternative für die AfD gab. Natürlich gesprochen für die AfD-Wähler oder für Leute, die halt nicht die AfD wählen wollen, aber nicht wissen, wen sie sonst wählen wollen. Und dann gibt es jetzt die BSW, ne, die Bündnis Sarah Wagenknecht. Und dann sagt er, du sagst ja auch, dass es nur zwei wählbare Parteien gibt in Deutschland. Das hast du ja nicht gesagt. Ne? Nee, hab ich auch nicht. Sich ausgedacht. Das hat er frei erfunden. Das hat nichts mit dem zu tun. Ich habe was gesagt und der hat was völlig anderes da rein interpretiert, was wirklich von einer beachtlichen Kreativität zeugt, um es mal positiv auszudrücken. Er stellt die Interpretation in den Raum. Du sagst, es gibt nur zwei wählbare Parteien. Und dann fragst du wieder, wo hast du das her? Und er sagt, ja, du hast da gesagt, es gab keine Alternative bis zur Wagenknecht-Partei. Hat er ja auch eingeblendet. Und du hast ihm erklärt, dass das halt nur für, ich weiß gar nicht, was du erklärt hast, aber für mich ergibt sich das aus dem Kontext, dass du das nicht gesagt hast. Was heißt aus dem Kontext? Das ergibt sich aus dem Wortwahl schon. Alternative heißt ja nicht für mich Alternative, sondern Alternative, weltanschauliche Alternative, die etwas anderes will als der Mainstream. Und bei der AfD, da kann ich, glaube ich, kurz einhaken, da ist heute etwas Interessantes passiert. Die hat einem Einsatz der Bundeswehr im Roten Meer zugestimmt. Also bei der AfD, die hat sich ja jetzt versucht, als Friedenspartei zu labeln. Und merkt man, wenn die Regierung dann das Militär irgendwo hinschicken will, dann macht es im Zweifelsfall doch. Das wollte ich an der Stelle jetzt mal kurz anmerken. Okay. Also inwieweit die AfD dann eine Alternative ist, das wird sich dann noch zeigen in den nächsten Jahren. Ich glaube ja, dass wenn die AfD mit der CDU koaliert, dass sie dann alle diese außenpolitischen Ambitionen, die sie hat, da was zu ändern, dass sie die dann über Bord wirft. Habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nur, Sinan hat mal sich mit Leuten darüber unterhalten, wie wäre das eigentlich, wenn die AfD tatsächlich mal größer wird? Weil wenn irgendwas größer wird, dann steigt auch der Druck, sich korrekter zu verhalten. Ob die dann wirklich so ihren Kurs fahren kann, wie die gesagt hat, dass die ihren Kurs fahren würde. Ob das wirklich umsetzbar wäre dann. Viele Teile auf jeden Fall nicht. Also das wird die auch nicht machen. Also jede Wette, die AfD wird auf keinen Fall aus der Europäischen Union austreten, was da ja diskutiert wurde. Und sie wird wahrscheinlich nicht mal aus dem Euro austreten. Das ist jetzt meine Prognose. Ja. Aber halt, du hast halt keine Werbung dafür gemacht oder du hast nicht gesagt, es gäbe nur diese Partei, um zu wählen. Ne? Das sind Sachen, der steht dir einfach in den Raum. Und er hat das auch Karl gegenüber erwähnt. Er meinte zu Karl, was für einen Stil würdest du besser finden? Dass man einen Rechtspopulisten zu sich einlädt, dann normal mit ihm redet und ihm dann die Möglichkeit gibt, doch was Vernünftiges zu sagen außerhalb seiner Peer Group und damit Leute anzuziehen. Oder du konfrontierst die andauernd nur mit ihren Zitaten, damit die nicht in der Lage sind, irgendwen anzusprechen. Also mit ihren Zitaten, die sie sonst in ihrer Peer Group bringen. Und da ist schon ersichtlich, dass Nathan gar keine Lust auf einen Austausch hatte. Er wollte dich einfach nur darstellen mit irgendwelchen Zitaten, die er aus dem Zusammenhang reißt, um dich maximal schlecht darzustellen in der Öffentlichkeit. Das war schon ersichtlich. Und du hast dich provozieren lassen, weil er immer wieder nachgetreten hat, so, du bist ja auch Rechtspopulist. Du hast das ja gesagt. Du hast gesagt, es gibt nur zwei Parteien. Der hat das immer wiederholt, obwohl du das schon längst erklärt hast. Und er hat da einfach nicht zugehört. Er hat das einfach nicht akzeptiert und hat dich so lange gereizt, bis du meintest, er sei sehr dumm oder was? Oder er hat zu wenig kognitive Leistung? Oder? Ja, das ist die Good-Faith-Interpretation. Also die Interpretation, die ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass er absichtlich lügt und seine Community für so dumm hält, dass sie darauf reinfällt. Also das ist das, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe. Ich sehe keinen Grund, warum er lügen sollte. Natürlich, das ist doch das Gegenteil von dem, was Realität ist. Also du kannst doch nicht von Aussagen wie meine Partei sollte sich strategisch klug verhalten, der will, dass die AfD gewählt wird und dann irgendwo die Regierung stellt. Also wie kannst du da sowas reininterpretieren? Ich mache die ganze Werbung fürs BSW und dann unterstellst du mir etwas völlig anderes. Also das, wie gesagt, das zeugt von einer beeindruckenden Kreativität. Das ja. Aber Lügen bedeutet, dass du die Wahrheit kennst und wieder besseren Wissens die Unwahrheit sagst. Ja, wie gesagt, davon würde ich ausgehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich in der Lage ist, zu verstehen, was er da macht. Er ist also da so drin. Nein, ich glaube, dass er das glaubt.
Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Manchen glauben manchmal Sachen, die sie einfach glauben. Die stecken da so tief drin, dass das ihre Wahrnehmung ist. Das ist seine Wahrnehmung. Das ist echt. Das ist für ihn alles echt. Für ihn gibt es das alles. Der steckt da voll drin. Für ihn ist das wirklich verletzend, wenn irgendwer sagt, dass er mit seinem Autismus ins Krankenhaus muss. Er fühlt das. Wenn ein Mensch so denkt, dass das alles echt ist, dann ist das für ihn echt. Der steckt da drin. Ein Mensch kann ganz schlecht da aus seiner Perspektive raus. Falls du verstehst, was ich meine. Ja, wie gesagt, also wenn die Realität relativ offen zutage liegt, ich merke das doch bei diesen Walkisten. Also Finessi hat sich beispielsweise, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, wir brauchen ja nicht immer bei Neidern bleiben, hat beispielsweise vor kurzem gesagt, Sarah Wagenknecht sei fremdenfeindlich und transfeindlich. Völlig absurde Unterstellungen, die sie auch nicht belegt hat. Also nachdem ich kritisch nachgehakt habe, hat sie mich dann im Chat gebannt. Also Natürlich. Ja. Wie kannst du nur? Ja, aber diese Leute denken sich frei erfunden irgendeinen Schwachsinn aus. Oder wenn ein Dara sagt, wer woke sagt, vor allem rechte Konservative, dann meinen die eigentlich die Juden. Also wenn du so etwas behauptest, dann denkst du doch da nicht, okay, das macht Sinn. Da bin ich mir nicht so sicher. Alle, die Wokismus kritisieren, das sind eigentlich Antisemiten. Das macht total Sinn. Also das denkst du dir doch nicht. Also von daher gibt es viele Aussagen, die in solche Richtungen gehen. Also nicht nur im Zuge Woke. Versuche aber zu erkennen, dass diese Menschen einfach anders denken. Dass die das wirklich glauben. Das ist keine berechnende Böswilligkeit. Das sind keine Genies, die außerhalb ihres eigenen Sichtfelds stehen und Weltgeschehen lenken können. Die stecken voll in ihrer eigenen Psyche drin. Die sind gefangen. Dara hat ganz klar ein enges Sichtfeld. Für ihn gibt es Gut und Böse. Und ihm ist es wichtig, immer gut zu sein. Und deswegen antwortet er, ohne vorher drüber nachzudenken, wie er das rechtfertigen kann. Das siehst du häufig. Wenn irgendwas ansteht, er gibt dir eine Antwort und dann kommt er ins Taumeln und Stottern und dann merkst du, er denkt gerade nach. Er versucht, das wieder zu rechtfertigen. Wie mit, wenn man Shoyoka kritisiert, dann könnte sie irgendwann sich selbst was antun. Ja, und was ist mit der Äqualist? Nein, das ist vollkommen was anderes. Also, das ist vollkommen was anderes. Der wiederholt das ein paar Mal, das ist ganz was anderes. Während der das wiederholt und wiederholt, denkt er darüber nach, wie er das jetzt rechtfertigen kann, dass da dieselbe Situation herrscht. Das eine lehnt er aber ab und das andere nicht. Und er sucht in der Zeit nach einer Erklärung dafür, damit er auf der richtigen Seite steht. Das sind seine Prinzipien und so funktioniert Dara in Gesprächen. Macht es das in irgendeiner Form besser? Weil es keine Lüge ist. Ja, er versteht das anders. Also ja, aber die Logik kannst du bei jedem anwenden. Du kannst ja, keine Ahnung, sagen, ja, der Islamist, der will jetzt hier einen Gottesstaat errichten, alle Ungläubigen töten. Aber eigentlich glaubt er ja damit nur, dass er der Menschheit einen Gefallen tut, wenn er hier dafür sorgt, dass alles wieder umgesetzt wird. Also ist es doch gar nicht so schlimm. Also das macht es doch kein Stück besser. Tatsächlich tut er das. Ja. Du. Die Sache ist, was bringt das, wenn du glaubst, er würde lügen? Dann glaubst du ja, dass du ihn überführen kannst oder ihn sonst irgendwie beeinflussen kannst. Jemand, der lügt, dem kannst du eventuell beeinflussen, weil er weiß, dass er lügt. Jemand, der das nicht weiß, dass er die Unwahrheit sagt, der ist viel gefährlicher. Der ist nicht beeinflussbar mehr. Auf den kannst du nicht einwirken, weil er nicht versteht, was er falsch macht. Er glaubt, er tut das Richtige. Er ist voll von sich überzeugt. Und da kommst du nicht gegen an. Und den kannst du auch nicht überführen, weil er sich immer die Realität zurechtbiegen wird. Ja, genau. Ich glaube, diese Leute haben ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Es ist ihnen völlig egal, was faktisch der Fall ist. Es ist einfach nur dagegen, gegen die Bösen zu kämpfen. Und ob du das mit der Lüge oder mit der Wahrheit tust, das ist völlig egal für diese Leute. Ich glaube aber nicht, dass sie immer wissen, dass sie lügen. Dass sie das tatsächlich mitbekommen. Manchmal vielleicht, manchmal Sachen mit Berechnung, aber bei den meisten Sachen glaube ich nicht, dass sie wissen, dass sie die Unwahrheit sagen. Das können sie, glaube ich, nicht begreifen. Das geht auch vielen Menschen so. Ich will nicht nur sagen, dass diese Leute so sind, dass auch auf unserer Seite Leute sind, die so denken, dass überall Menschen sind, die so denken, weil jeder Mensch steckt einfach nur in seiner eigenen Realität fest. Ja, aber die er sich aufbaut. Ich glaube, ich habe mich zu viel mit Politik beschäftigt. Aber vor jedem Krieg, da erzählen die Staatschefs Sachen, von denen sie genau wissen, die sind gelogen. Die stimmen einfach nicht. Beispielsweise Massenvernichtungswaffen im Irak. Dem Irak hat man ja auch noch andere Sachen versucht anzuhängen, dass er mit Al-Qaida im Bunde stünde. Auch noch ganz andere Geschichten. Also da hat man jede Menge versucht, bis man dann irgendwann bei Chemiewaffen angekommen ist. Und da hat dann
US-Minister Powell beispielsweise vor der UN-Generalversammlung Rede gehalten und gesagt, ja, es gibt Beweise, wir haben unwiderlegbare Beweise, dass der Irak Massenvernichtungswaffen herstellt. Das ist absolut bewiesen und hinterher dann stellt sich raus, ist eben nicht bewiesen, ganz im Gegenteil. Der Irak hatte keine Massenvernichtungswaffen mehr. Da würde ich von der Lüge ausgehen. Da sind aber mehrere Leute drin beteiligt. Das war eine Gemeinschaftslüge. Das war ein taktischer Plan. Da hat nicht einer gesagt, ich bin da voll fest von überzeugt, lass uns mal da hingehen. Da gibt es ja mehrere Leute, die das festlegen und sagen, ja, natürlich haben wir die Beweise dafür. Das wird ja auch gegengecheckt von irgendwem. Und irgendwer hat das dann durchgewinkt. Und da haben sich Leute wahrscheinlich zusammengetan und gesagt, wir werden das jetzt einfach erzählen, damit wir wirklich vorankommen mit unserem Plan. Also das würde ich eine Lüge nennen. Die wussten das vorher, ganz klar. Aber bei so Einzelpersonen, die Streamer sind, von denen kannst du nicht verlangen, die haben kein Gremium um sich herum, das sind keine... Also du würdest diesen Leuten unterstellen, sie handeln nur emotional und gar nicht rational, gar nicht strategisch überlegend. Also wenn man nämlich keine sachlichen Argumente für seine Position hat, dann denkt man, Mensch, wie kann ich den anderen diskreditieren? Kann ich mir vielleicht irgendeinen Dreck über ihn ausdenken und damit werfen? Also das ist doch eigentlich kein fernliegender Gedanke, wenn du jetzt dagegen keine moralischen Vorbehalte hast. Weil du ja eh der Gute bist und alles, was du machst, ist ja eh gut. Ich glaube, dass Naitan davon überzeugt ist, was er sagt. Er ist davon überzeugt, wenn er sagt, du bist Rechtspopulist. Und er ist überzeugt, wenn er deine Zitate rausnimmt, dass du auch wirklich das gesagt hast, wovon er glaubt, was du gesagt hast. Davon gehe ich aus, dass er das glaubt, tatsächlich. Ich hab mit einigen Wokies geschrieben in den letzten Monaten. Und wenn du denen sagst, du interpretierst da gerade viel rein, sagen die, da gibt es überhaupt nichts zu interpretieren. Das ist Fakt. Die sind einfach voll davon überzeugt, dass ihre Interpretation die einzige Wahrheit ist. Dass das ihr Verständnis der Wahrheit ist. Wenn du dann schreibst, nein, du hast Unrecht, dann, ich habe auch mit Wokies geschrieben, dann drohen sie dir, dass dich die Antifa um dich kümmern wird. Also das sind tatsächlich zu einem sehr großen Teil sehr extremistisch eingestellte Leute, die nicht nur ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit, sondern auch ein taktisches Verhältnis zu liberalen Grundfreiheiten und zur Demokratie haben. Also bei Leuten wie Dekadenta ist das ja auch völlig offenkundig. Ich meine, der ruft zum Wahlbetrug auf. Also viel, viel offenkundiger geht's eigentlich nicht. Ja. Durchaus, ja. Natürlich ist das eine geplante Aktion. Also der sitzt da und fordert so irgendwas auf und kaschiert das jetzt und sagt so, das war natürlich in einem Rahmen von, das war ja satirisch gemeint, weil es ging um den Wahlbetrug von irgendwem im Video. Das war eine Reaction drauf. Komm, ich kann mir vorstellen, dass er sich das denkt und dass er sich das wirklich wünscht, dass das passiert, weil er nicht will, dass die AfD gewinnt. Er hat danach gesagt, kurz nachdem er das gesagt hat, das ist jetzt keine Satire, kein Scherz. Also er hat danach gesagt, dass er das ernst meint. Ja, aber kannst du verstehen, dass er das ernst meint? Also kannst du das nachvollziehen? Selbstverständlich. Bei allem, was du von Karl weißt, glaubst du, er würde sich denken, ich hätte tatsächlich gerne, dass die einfach Wahlbetrug begehen, um der AfD zu schaden. Ja, so, selbstverständlich. Ich glaube das auch. Ja, ich glaube, dass er das will. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ne? Ich würde das nicht machen, aber ich kann verstehen, dass Karl ein Mensch ist, der genauso denkt und sagt, wir müssen auf jeden Fall irgendwas tun, begeht doch bitte Wahlbetrug. Aber das meint er auch so. Das fühlt er auch so, das meine ich ja. Ja, wie gesagt, das sind ja Forderungen. Also das sind ja jetzt keine Sachen, die er sich ausdenkt, sondern das sind Sachen, die er fordert. Ja, er sieht aber auch moralisch kein Problem darin, das zu fordern. Ja, natürlich nicht. Er ist ja der Gute, die AfD, die ist böse. Also das ist natürlich kein Problem. Ich weiß, das ist ja das Problem, diese Moralisierung von Politik, die diese Wokisten immer betreiben. Ja. Also das ist ja bei liberalen Ideologien ja fast immer so, dass da sofort moralisiert wird, dass da sofort gesagt wird, wir sind die Guten. Wir sind für Menschenrechte, für Demokratie, also sagen die Wokies ja auch immer. Also wir sind für Menschenrechte, also jetzt außer vielleicht für Meinungsfreiheit von Leuten, die unserer Ideologie widersprechen, aber wir sind für die Menschenrechte von Transmenschen, von Homosexuellen, von allen möglichen anderen Minderheiten, von Leuten, die gerne Wölfe sein wollen. Also wir sind für all deren Menschenrechte. Mhm. Ja, und dann dürfen wir halt alles niedermachen, was nicht im Sinne unserer Ideologie ist. Aber ich frage mich, wie weit soll das eigentlich gehen? Also, so eine Haltung wenn das Dave zum Beispiel nennt sich Anarchist gegen das System. Wenn wir kein System hätten, dann hätten wir das Gesetz des Stärkeren, oder nicht? Gäbe es keine Gesellschaft mehr. Kein System, das die Gesellschaft führt.
Ich glaube, da musst du mal einen Talk mit Morph machen. Da musst du, glaube ich, mal Morph mit Meinung einladen. Der kann da, glaube ich, ein bisschen besser Hierarchiekritik betreiben. Ich bin nicht so ein utopischer Denker. Also ich will auch nur Sachen innerhalb dieses Systems verändern. Da kannst du mit mir schlecht drüber diskutieren. Ja, ich frage mich, wie soll das denn ohne System funktionieren? Oder dass Karl sagt, wir sollten einfach alle Länder auflösen und einen riesigen Gemeinschaftsbund eingehen. Wenn aber, ich meine, die aktuelle Bevölkerung, Weltbevölkerung, hat sich ja aufgespalten in Menschen, denen es relativ gut geht und Menschen, denen es sehr schlecht geht. Aber wir kommen ja nicht aus Verhältnissen, wo es allen Menschen mal gut ging. Also wir kommen nicht aus einem Paradies, wo jeder Mensch in Hülle und Fülle alles hatte und dann haben wir uns aufgespalten und gesagt, so jetzt machen wir den Kapitalismus, jetzt teilen wir in Menschen, die ausgebeutet werden und Menschen, die im Luxus leben, sondern wir haben vorher alle, also alle Menschen haben global im Dreck gelebt und hatten ein unglaublich schlechtes Leben. Ja, also in den Industrieländern, da ging es vielen Menschen vor 50 Jahren besser als heute. Also es gibt schon Sachen, die verändern sich zum Schlechten. Die Vermögensungleichheit ist auch global enorm gestiegen. Wenn man dafür eine egalitärere Verteilung sorgen würde, dann könnte vielen Menschen viel besser gehen, als das aktuell der Fall ist, weil eben schon eine kleine reiche Elite immer reicher wird und der Großteil daran nicht teilhat. Das schon, aber ich meine jetzt Medizin und Forschung zum Beispiel. Nur heutzutage werden Leute gerettet, die sind vor 50 Jahren an vielen Krankheiten gestorben. Da hat sich viel weiterentwickelt. Wir leben einfach viel mehr in einem gewissen Luxus, wo wir sehr viel profitieren. Wer ist wir? Die westliche Gesellschaft. Leute, die Glück haben, einfach. Ja, bei westliche Gesellschaft ist jetzt die Frage, zählen die Osteuropäer auch noch zu den westlichen Gesellschaften? Oder ich habe keine Ahnung, ob die von der Medizin profitieren, ob die so viel Ahnung davon haben. Ich weiß es nicht, wie viel die abbekommen davon. Ja, da ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Lebenserwartung in den 90ern um mehrere Jahre eingebrochen. Das war nicht nur ökonomisch, sondern auch in fast allen anderen Indikatoren, die du dir angucken kannst, eine absolute Katastrophe, was da passiert ist. Also es muss nicht immer alles besser werden, auch über lange Zeiträume betrachtet. Also es wird in sehr vielen Weltregionen gerade langsam besser, aber das ist keine Garantie. Dafür braucht man eine vernünftige Politik. Aber geh mal ein paar hundert Jahre zurück, da haben Menschen eine viel geringere Lebenserwartung gehabt. Das mag alles stimmen, aber darum geht's jetzt nicht. Also dieser Optimismus, wir gucken uns einfach mal an, wie war es vor 400 Jahren, wie ist es heute? Ach, heute ist es besser, dann ist ja alles gut, dann brauchen wir nichts zu verändern. Das halte ich auch für falsche Herangehensweise. Wenn wir jetzt das System komplett auflösen würden, würde es allen gut gehen. Das stimmt ja nicht. Wir kommen nicht aus... Natürlich nicht. Ne? Wie gesagt, da sehe ich auch keinen realistischen Weg zu. Mit mir brauchst du da nicht drüber diskutieren. Also, wie gesagt, lad dir da wirklich mal jemanden ein, der systemkritisch ist, dann kann der dir bei den Punkten jetzt auch vielleicht ein bisschen Kontra geben. Das kann ich halt nicht, weil ich da halt deiner Meinung bin. Oh, okay. Dann sind wir halt einer Meinung. Das ist immer vollkommen in Ordnung, einer Meinung zu sein. Nee, aber. Darf man ja auch mal. Aber wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht einzeln damit beschäftigt, als was die sich so bezeichnen, aber. Also, dass da irgendwelche Leute Anarchisten sind, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die betteln kapitalistische Großkonzerne darum an, dass die Leute, die nicht ihrer Meinung sind, zensieren. Die verteidigen Repressionsmaßnahmen des Staates. Auch Dave links der Mitte, das hatte Impjak vor kurzem in einem Video drin. Also auch der fordert, dass Leute, die nicht seiner Meinung sind, zensiert werden. Also der sind für staatliche Repressionsmaßnahmen, die sind für brutale Repressionsmaßnahmen von privaten Konzernen, was ja also noch undemokratischer ist, als wenn es der Staat macht. Also Unternehmen, da kontrollieren die Aktionäre letztlich darüber, wer da, welche Entscheidungen gefällt werden. Und da gibt es ja keine demokratische Einflussnahme drauf. Das passiert ja auch massenweise schon. Das meinte Karl in einem Video, er hat eine Reaction gemacht auf Huch. Da meinte er, er weiß, dass er Doppelmoral betreibt und er findet das gut, dass er Doppelmoral betreibt. Und deswegen hat er auch kein Problem damit, wenn irgendwer ihm sagt, dass er Doppelmoral betreibt. Er versteht nicht, dass er kein Vorbild sein kann. Er will ja Leute um sich scharen. Ne? Er will die Leute erreichen, er will sie auf seine Seite bringen. Das heißt und dann Vorbild. Sagt er, ja, aber ich mache Doppelmoral. Ich weiß das. Ja, aber dann bist du kein Vorbild. Ja, wie gesagt, das ist eine tribale Moral. Also für die Guten gelten andere Standards als für die Bösen. Das ist ziemlich einfach. Genau. Und Kuchen, der macht das ja gerne. KuchenTV, der hat selber keine hohen moralischen Ansprüche. Und deswegen kann er sich auch daneben benehmen. Aber er predigt auch niemandem, dass er sich gut benehmen soll. Er predigt nicht das, was er selber nicht macht. Aber andere Leute, die predigen die ganze Zeit und Kuchen sagt, guck mal, der predigt die ganze Zeit und macht selber den Scheiß.
Und Karl sagt jetzt, ja und, ich gebe das zu. Dann ist doch alles in Ordnung. Ja, das ist halt nicht in Ordnung. Dann hör halt auf zu predigen, wenn du es selber nicht einhalten kannst. So ja, funktioniert was heißt, das nicht. Hör auf zu predigen. Er will uns ja seine Ideologie aufdrücken. Und ja, diese Moral, die ist da ein taktisches Instrument. Ja. Also er moralisiert nicht einzelne Handlungen. Ich glaube, das wird dieser Ideologie nicht gerecht, sondern da werden Akteure moralisiert. Also wenn du zu der Woken Bubble gehörst, wenn du diese Ideologie mit vorantreibst, dann bist du gut, dann darfst du dir alles erlauben. Und wenn du das halt nicht machst, sondern die kritisierst, dann solltest du halt am besten weggebannt werden, beispielsweise auch durch den Missbrauch der DMCA-Funktion. Das ist ein klarer Aufbruch zum Rechtsbruch. Also Paragraph 51 des Urheberrechtsgesetzes, das hatte ich mir noch mal vor kurzem angesehen. Artikel 5 unseres Grundgesetzes, absolut eindeutig. Das ist hochgradig illegal, was Karl da fordert. Aber es wird für ihn keine Konsequenzen haben, weil die Wokisten eben kulturelle Hegemonie haben. Weil sie auf allen Ebenen die wichtigen Positionen besetzen. Also warum ist ein Seth Van Doom, warum ist ein Dekadent auf Twitch, warum ist ein Dara auf Twitch noch nicht gesperrt worden? Aber KuchenTV und Orange Morange, Skurus, Nemesis, die werden alle gesperrt. Warum? Kontaktabbruch? Es gab, glaube ich, einen kurzen Kontaktabbruch. Seth Van Doom hat auf seinem privaten Kanal einen Shadowban bekommen, den findest du nicht mehr. Aber halt Mobsente nicht. Also da, wo er Twitch irgendeinen Mist gebaut. Ja! Die haben ihn nach all den Beschwerden auf Twitter, haben sie seinen privaten Account auf Shadowban gesetzt. Ja, ich war auch vor kurzem bei der ARD zu Gast und wie immer, also das war jetzt nicht mal eine Diskussion um so ein Borkes Lifestyle-Thema, sondern über viel Ernsteres, über den Ukraine-Krieg. Aber auch da diskutieren nur die Akteure aus der gleichen Woken-Bubble. Prunky, Harkon, wie hieß der andere, Benstony, Prunky, Drakon und Benstony. Und dann noch so ein Moderator, der auch so tendenziell woke auf Mainstream-Linie ist. Also nur eine Meinung. Und alle Meinungen, die waren ein bisschen anders, waren die auch nur leicht abgewichen haben, die wurden nur ganz schnell wieder rausgekickt. Drakon durfte fast den ganzen Talk seine Propaganda da am laufenden Band absetzen. Also das ist, diese Wokisten, die haben wirklich auf allen Ebenen, die haben da Dominanz. Also da muss man wirklich an den entscheidenden Positionen andere Leute hinsetzen, damit sich da mal etwas ändert. Und das ist etwas, was man nur politisch machen kann. Die kommen aber dann auch nicht gut an. Das sorgt ja auch für einen Widerstand. Nur die Bevölkerung, die wehrt sich ja dagegen. Wenn im Öffentlich-Rechtlichen wieder hier rumgegendert wird, dann nervt das den einfachen Mann auf der Straße einfach. Die fangen an, sich genervt zu fühlen. Die gehen dagegen vor. Ja, aber das Selbstbestimmungsgesetz beispielsweise soll trotzdem im Bundestag beschlossen werden. Die Gendersprache wird trotzdem gegen den erklärten Willen der Mehrheit der Bevölkerung immer weiter vorangetrieben. Also von Großunternehmen, von vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von Regierungsstellen, das siehst du doch auf allen Ebenen. Ja, ja. Also ich selbst obwohl 70%, 80%, 90%, je nach konkreter Sachfrage, diese Ideologie ablehnen, wird das immer weiter vorangepusht. Ich habe beim letzten Mal schon gar nicht mehr gewählt. Die Geschichte habe ich schon öfters erzählt. Ich habe vorher mal Grün gewählt. Ne, ich dachte, Grün, die wollen ja irgendwas mit der Umwelt. Ne, die wollen sich um die Umwelt kümmern, habe ich Grün gewählt. Dann gab es hier einen Katastrophenfall, Naturkatastrophe. Und es sind über 100 Menschen gestorben und mehrere Dörfer und Städte wurden zerstört. Und als es um den Wiederaufbau ging und darum, Menschen dann auf der Straße Essen auszuteilen, wurden Wahlen abgehalten. Und dann gab es diese ganzen Debatten mit Baerbock, die dann gefragt wird, so die Mehrheit der Deutschen ist gegen das Gendern, was halten sie davon? Und dann sagt sie, ja, dann müssen wir uns einfach mehr darum bemühen, dass die das verstehen. Na, dann müssen wir noch mehr Arbeit leisten. Und ich sitze da in einem Katastrophengebiet, die Luft ist extrem verschmutzt, weil überall Schlamm sich durch die Luft noch bewegt. Extrem gesundheitsgefährdend, die Leute haben nichts zu essen, die haben keine Aufzüge, die alten Rentner, die kommen nicht mehr aus ihren Häusern raus. Grauenvolle Zustände und die Frau redet vom Gendern. Und das ist die Partei, die sich das Grüne auf die Flagge geschrieben hat, mit Natur und sowas. Wir hatten gerade das eine Naturkatastrophe. Echt, das ist voll ekelhaft. Also das hat mich total schockiert, dass über so einen Scheiß debattiert wird, während da Menschen gestorben sind und während da Menschen in ihren Häusern vereinsamen und eventuell verrecken, weil sich nicht um die gekümmert wird. Ja, aber das Gendern, da müssen wir uns dringend drum kümmern. Es hat mich so schockiert, dass ich nicht wählen gehen konnte. War da nicht zu der Zeit Merkel noch an der Macht? Das weiß kann nicht. Sein. Ich weiß, das war, ja, das war ja dann die Wahl oder? Zur. Ja. Ja. Du meinst doch das 22. war ja dann die Wahl, die bevor die Grünen an die Macht kamen. Das war die Wahl, wo ich gesagt habe, ich kann die nicht mehr wählen. Da bin ich raus.
Nein, du hast ja gesagt, wir wollten nicht so viel über Politik reden. Deswegen hatte ich gerade überlegt, inwieweit ich das mit den Grünen jetzt noch anschneide. Aber über die könnte ich den ganzen Stream lästern. Also War jetzt auch nur eine persönliche Anekdote. Ne? Also ja, das, ja. das, die Außenwirkung hat mich einfach schockiert. Das gehört einfach so nicht hin. 21 war Merkel noch Kanzlerin, ja. Frage? Frage an den Agitator. Hat der nicht ein Interview mit Holger Kreimeier geführt? Ja, Hast auf du? meinem Erstkanal, ja. Ach, ja, krass. Cool. Dann bin ich Über ja zwei schon. um eine Ecke fast berühmt. Ich habe noch nie mit Holger geredet. Das heißt fast berühmt. Ich hatte auch Florian Warweg schon zu Gast und Markus Fiedler vor kurzem. Also ich habe einige größere Leute tatsächlich schon zu Gast gehabt. Die kenne ich nicht. Ich kenne nur den Holger. Aufgrund von YouTube und so. Ja. Ich Mehr rede von Nachdenkseiten. YouTube-Berühmtheiten. Nachdenkseiten, die haben auch über 100.000 Abonnenten auf YouTube und Markus Aha. Fiedler auf Wikihausen, der hat auch 40.000 ungefähr. Okay, wusste ich nicht. Also, ja, Wikihausen, guter Kanal, wenn ihr euch über ja, komische Aktivitäten in der Wikipedia informieren wollt. Da gibt es nämlich ideologische Gruppen, die versuchen da ihre Botschaften unterzubringen. Und Markus Oh Fiedler ja. und Dirk Pohlmann, die decken das auf dem Kanal auf. Hatte er auch schon Kaspar? Wen meinst du? Ob der Agitator schon Kaspar hatte? Noch nicht, noch nicht. Dann wird es aber schwierig, wenn du mit Kaspar auch noch. Ja, ich Oh hatte auch Mann. schon, ich war auch schon bei Rechten zu Gast und habe auch schon mit denen geredet. Also das immer, ich finde ja, man sollte mit allen politischen Lagern reden. Das ist ja auch ein Grund, warum ich Debatten mit den Wokis nicht ablehne. Man sollte versuchen, andere im Diskurs zu stellen und nicht irgendwelchen Quatsch über sie zu verbreiten. Ich nehme an, der Talk mit den Rechten war angenehmer. Ja, Kann ich mir vorstellen. definitiv. Ja, das ist so krass, ne? Das ist Ja, so die krass, Rechten wie die betrachten einen dann. nicht als Feind, den es zu vernichten gilt, sondern als Ja. ja, Diskussionspartner, der andere Meinungen hat. Genau. So bekommen die aber auch ihre Zuschauer in letzter Zeit, ne? Indem sie sagen, wir lassen andere Meinungen zu. Guck mal, die Wokies, die lassen keine andere Meinung zu. Aber wenn ihr zu uns kommt, dann dürft ihr auch eine andere Meinung haben. Hauptsache, ihr wählt die AfD dann, ne? Ja, hat man ja auch gesehen, wie die dann gegen Wagenknecht gehetzt haben. Da hatte ich Kaspar und Schlomo eine Debatte zu angeboten. Da ist bisher noch nichts passiert. Also muss ich Ja, mal vielleicht gucken. wollen sie sich nicht öffentlich dazu streiten, das kann auch sein. Vielleicht wollen sie lieber wie die netten Leute wirken, die wirklich jede andere Meinung auch zulassen. Kann ich mir vorstellen. Die wollen nach außen hin schon ein gutes Image pflegen. Ja, Das ist auch die ja. Sache, wenn Kuchen und Monte, ne, andauernd reaktionär und rechts genannt werden. Es gibt so viele Akteure, die tatsächlich rechts sind und Wahlkampf für die AfD machen, aber dazu gehören nicht Kuchen und Monte. Das ist total irre. Ist dir das mal aufgefallen, Kuchen und Monte, wenn die Monte jetzt habe ich weniger verfolgt, der Kuchen, wenn der von rechts kritisiert wird, dann reagiert er darauf gar nicht. Wie wenn er von, meinst du, von rechten Akteuren? Ja. Also So. normalerweise jedes kleine Video, was irgendein Dulli veröffentlicht hat, da reagiert er drauf. Also jetzt überspitzt gesagt, natürlich nicht auf jedes, aber auf sehr vieles. Und wenn dann größere rechte Kanäle ihn kritisieren, dann reagiert er da meistens nicht drauf. Kann einerseits natürlich sein, dass er den Leuten keine Plattform bieten möchte, weil er ist sich bewusst, dass wenn er Leute zeigt, dass die geplattformt werden. Auch wenn er sie kritisiert, bekommen die dadurch Zuschauer. Ja, aber Und Dara ist ja zum. wesentlich antidemokratischer als die Rechten oder die Gaudenz und die zeigt er auch andauernd. Das ist aber, das funktioniert. Du weißt, die Bevölkerung hat gerade sowas von die Schnauze voll von irgendwelchen moralisierenden Leuten, die denen die ganze Zeit sagen, wie sie gefälligst ihr Leben zu leben haben. Das ist gerade der Zeitgeist, dass wir genervt sind von so moralisierenden Leuten. Und deswegen kann Kuchen wunderbar Videos gegen die machen und die ziehen einfach. Das hat bei Shoyoka auch nichts mit ihrem Geschlecht zu tun. Es geht darum, sie moralisiert ganz stark und fehlt dabei unglaublich. Also so richtig. Dara auch. Ne? Dara mit seinen seltsamen Vorstellungen. Oh, meine Verbindung ist abgebrochen. Also ich höre dich noch, alles gut. Ich glaube, mein Stream ist gerade abgebrochen. Ach so, dein ganzer Stream ist weg. Ja, aber die Aufnahme läuft ja noch. Ach so, dann ist gut, dann lass weiterreden, vielleicht ist er gleich wieder da. Hoffentlich. Ist ja auf Twitch manchmal so. Kein Ton. Ja, mit wem hast du eigentlich schon Läuft debattiert? wieder. Läuft wieder.
Debattiert habe ich noch gar nicht. Ich hatte About a Fruit hier, wir haben ein bisschen rumgeschnackt, ganz freudig einfach, nachdem er einen Talk hatte mit Neitern, glaube ich. Dann habe ich mit Maxaline gesprochen. Die hatte ich hier im Talk. Ich glaube, am selben Abend war das sogar. Ich hatte beide am selben Abend im Talk drin. Oh, ich weiß gar nicht, ich war mal beim Arnie Degger zu Gast. Ich habe ein bisschen mit ihm gequatscht, aber das sind ja keine Debatten, sondern wir haben einfach freundliche Talks miteinander, haben einfach ein bisschen Spaß, haben uns was kennengelernt. Ich habe Maxaline zu den toten Hasen befragt, die sie wieder fotografiert hat, erfrorene Hasen, da wo sie jetzt wohnt, sie ist ja umgezogen, raus aus Deutschland. Auch wegen dem ganzen Hass, den sie bekommen hat, wegen Antifeminismus und sowas. Hast du vielleicht mitbekommen? Ja, Antifeminismus. Also du sagst ja mal was gegen Antifeminismus heißt ja Anti diesen dritte Welle Feminismus. Mhm. Aber ganz, ganz schlimm, diese Entschuldigung auch, die dann kam. Und dann hat sie hat sie den Mitschnitt von dem Interview einfach gezeigt. Ja. Und dann heißt es dann, ja, das ist aber schon illegal, ne? Den Mitschnitt einfach so zu zeigen. Nein, das ist nicht illegal. Vor allem sie hatte ja die Rechtsabteilung mal befragen müssen, bevor sie so ein Statement rausgeben. Dann hat Dara auch noch versucht zu erklären, dass das Y-Kollektiv trotzdem Recht hatte. Und die Maxaline ja gar nicht die Frage beantwortet hat. Es ist totaler Wahnsinn. Die Frage wurde Maxaline gar nicht gestellt. Die Frage wurde später im Off drüber geredet, übers Video. Kein Wunder, dass sie keine Antwort darauf hat, weil sie das nicht gefragt wurde. Das war ja mega manipuliert. Ja, aber es ist sehr einfach. Das Y-Kollektiv, das sind die Guten, Maxaline ist böse. Also hat das Y-Kollektiv recht. Also das ist doch eigentlich relativ einfach zu verstehen. Ja, das ist Daras Ansicht. Das hat er auch Imp genauso gesagt. Du darfst das Y-Kollektiv nicht kritisieren. Darf man nicht. Hat er gesagt. Deswegen hat er sie komplett verteidigt. Aber ich glaube halt, diese Leute glauben das. Die stecken da komplett drin fest. Na, du kannst mit denen nicht reden. Du kannst die nicht überzeugen. Und die werden versuchen, einfach dich schlecht zu reden. Ja, es ist schwer, wenn du mit denen in den Talk gehst einfach. Es ist auch schade. Und es ist schade. Du kannst dich mit der anderen Seite, mit den Rechten, kannst du dich unterhalten. Aber dann willst du mit Leuten reden, die eigentlich ähnliche Ansichten haben. Und die versuchen, dich dann unbedingt nach rechts zu drücken die ganze Zeit. Es ist voll anstrengend, auch sich das ständig anzugucken. Was heißt mit den Rechten? Also mit jeder Bubble. Ich hatte Libertäre auf meinem Kanal, ich hatte Kommunisten auf meinem Kanal, ich hatte wirklich fast jede Ideologie auf meinem Kanal und du kannst mit allen vernünftig reden, nur nicht mit dieser Woken Bubble. Und ich glaube nicht, dass das eine ganze Bubble ist. Ich glaube, da sind ein paar Leute, die haben einfach diese Wahrnehmungsprobleme. Die glauben das einfach. Deswegen kannst du mit denen nicht reden. Die sind nicht wirklich eine politische Partei oder eine politische Bubble. Die stecken einfach in ihren eigenen Krisen fest. Und deswegen sind die so schwierig. Also dieses Unterstellen von persönlichen Problemen, wie gesagt, finde ich nicht gut zuerst. Und zweitens, nein, das Problem liegt meiner Meinung nach. Ich meine nicht Probleme. Ich meine nicht Probleme. Das ist ganz normal, dass ein Mensch einfach die Welt aus seiner persönlichen Sicht sieht. Und die versuchen das einfach krampfhaft durchzudrücken. Ich meine das nicht mal als Problem. Nee, ist ja jetzt egal, ob das als Problem war. Ich glaube, das liegt nicht, es liegt nicht ursächlich in deren Persönlichkeit begründet, sondern in dieser liberalen Ideologie. Also dieser Wokismus, das ist ja. so eine liberale Ideologie, die eigentlich innerhalb unseres kapitalistischen Systems ganz gut funktioniert, die bestimmte Identitäten, keine Ahnung, Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe, Du machst das ja dann. Also irgendwelche absurden Merkmale, Geschlecht, die dann politisiert und moralisiert. Und die sagt, okay, wir haben hier angebliche Unterdrückungssysteme, also die werden sich dann einfach auch ausgedacht. Jede gemessene Ungleichheit zwischen irgendwelchen identitären Merkmalen, die ist dann gleich ein Unterdrückungssystem. Und da muss man sich dann halt als Ally dieser marginalisierten Gruppen, also auch so eine bescheuerte Walker-Erfindung, ausgeben. Und allein diese Moralisierung, dieses wir sind die guten Allies und jeder, der diese Ideologie nicht teilt, der ist der Böse. Wir haben hier die unterdrückten Opfergruppen, die armen Opfer, denen muss geholfen werden und dann die bösen Täter, die müssen bekämpft werden. Alleine diese Moralisierung, alleine dieses identitäre Politikverständnis, alleine das führt schon dazu, dass du das in keinem sachlichen Diskurs begründen kannst. Also begründe mal einem vernünftig denkenden Menschen, wieso du für alle möglichen Identitäten Quoten brauchst zum Beispiel. Oder
was für andere absurde Forderungen da kommen, wie gendern oder so, begründe das mal irgendwann. Das kannst du nicht sachlich begründen. Die meisten Menschen finden das komplett hirnrissig. Und wenn du halt eine Ideologie nicht sachlich durchbringen kannst, dann versuchst du da halt, dann versuchst du es halt mit Repression. Also wenn du die Leute nicht überzeugen kannst, dann musst du sie halt dazu zwingen, deiner Ideologie zu folgen. Ich glaube, es liegt an dieser Ideologie. Das Problem ist diese Ideologie und nicht die persönlichen Makel ihrer Exponenten. Du machst die Ideologie zu deiner Persönlichkeit. Das ist persönlichkeitsstiftend. Die haben was gefunden, was sie sein können. Das ist die Ideologie. Die stecken da drin. Mit der ganzen Psyche stecken die da drin. Das gehört dazu. Ja, das habe ich ja nicht bezweifelt. Aber das meine ich doch. Ja. Du siehst das total sachlich. Was? Du siehst das komplett sachlich. Du bist komplett sachlich. Ne? Die Redeweise, die du machst, ist komplett sachlich. Die ist unemotional. Und die versuchen da was rein zu interpretieren. Und das geht besonders gut, weil du das sehr unemotional machst. Wenn du selber sehr, sehr emotional reden würdest, dann könnte man sehr schlecht deine Zitate rausnehmen. Hayo hat mir heute geschrieben, das ist ein Mod von Jay Riddle. Und er meinte, wenn du emotionaler schreiben würdest, wie du hast gesagt, Höcke macht das sehr gut für die AfD. Ne, das kannst du begründen, du kannst sagen, er macht das besser. Ja, genau, das ist keine moralische Bewertung. Ganz genau. Du hast es nicht moralisch bewertet. Hättest du gesagt, er macht es leider sehr gut für die AfD, hättest du dich positioniert und es wäre schwieriger, das als Zitat gegen dich zu verwenden. Und das machen diese Leute. Die benutzen das, weil du nicht emotionalisiert hast an der Stelle, benutzen sie den Satz gegen dich. Weil wenn du nicht negativ emotionalisierst, dass der Höcke das leider macht, dann zählst du zu den Bösen. Ja. Aber aber diese sehr emotionalisierende Sprache, also dass man überall noch eine moralische Bewertung dahinter schieben muss. Also beispielsweise, wenn man über den Ukraine-Krieg redet, da muss man ja der verbrecherische, gefährliche, brutale, von Russland begonnene Angriffskrieg in der Ukraine sagen, genau. Damit man überhaupt was dazu sagen darf. Und diese Moralisierung, die schadet dem Diskurs wirklich ungemein und deswegen versuche ich das, so gut es geht, rauszuhalten. Also natürlich verwendet man immer Moralisierung in seiner Sprache und Emotionalisierung mache ich auch, aber nicht so übermäßig, wie es die Wokisten tun. Und wie es in unserem Diskurs immer mehr passiert. Also dass man überall gleich, jeden Akteur dann gleich moralisiert. Ich meine, wie gesagt, Ukraine-Krieg ist ein gutes Beispiel. Man muss Russland nicht mögen, um sich da Frieden zu wünschen. Aber man wird gleich unterstellt, man würde auf der Seite Russlands stehen, wenn man sagt, ich bin für einen Verhandlungsfrieden. Genau. Die Sache ist, ich bin da voll auf deiner Seite. Ja, von mir aus können die Fakten sachlich dargelegt werden, aber es geht sehr oft in diese Meinungsmache. Wir geben dir jetzt die Fakten und wir geben dir die aber so, dass du weißt, auf welche Seite du stehen musst. Das gibt es leider sehr oft. Das kritisiere ich auch. Das finde ich nicht gut, dass man andauernd direkt eine Meinung mit dazu reingedrückt bekommt. Das machst du ja nicht. Und wahrscheinlich auf einer Seite, aber ich sage das auch ziemlich offen. Also das kann ich ganz klar sagen. Genau, du gibst die Fakten einfach und dann kann sich jeder die Fakten angucken und kann dann einfach, wie nennt sich das, die Mündigkeit des Bürgers. Du respektierst die Mündigkeit des Bürgers, dass er die Fakten nimmt und sich daraus seine Schlüsse zieht. Ja, aber ich stehe trotzdem auf einer Seite. Also das sage ich ganz offen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Du kannst ja die Mündigkeit des Bürgers respektieren, aber für dich selber ja eine Seite haben und deine eigenen Ansichten. Die kannst du ja auch nochmal sagen. Und wenn du die Fakten präsentierst, kann ich verstehen, dass du da nicht unbedingt deine persönliche Meinung damit reindrücken willst, um den Leuten zu sagen, jetzt denkt ihr bitte genauso wie ich. Das ist auch sehr nervig. Ja, aber auch ich versuche die Menschen halt zu überzeugen, aber halt versuch sie nicht irgendwie komplett zu manipulieren. Also ein bisschen Bias hast du überall drin. Also deswegen, ich nehme diesen Anspruch der Neutralität und kompletten Ausgewogenheit, nehme ich gar nicht für mich in Anspruch. Also ich bin Meinungsblogger und ich erzähle über alles, was mich interessiert. Aber ich habe halt bestimmte politische Meinungen. Ich versuche nicht, etwas extrem zu verzerren und auch meine Zuschauer nicht anzulügen. Also das sind so Dinge, was langfristig auch, glaube ich, mehr schadet, als es nutzt. Also selbst wenn man damit Erfolg hat, wie es ein Dekadent mit Neidern eben haben, aktuell zumindest noch, oder ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk das häufigeren macht, verflachst du damit ja auch den Diskurs in deinem eigenen Lager, wenn du auf Lügen und Moralisierungen setzt, um deine Punkte durchzubringen. Ja. Vor allem Moralisierung. Dass du gar nicht anderer Meinung sein darfst, ansonsten bist du der Böse. Dann tötest du Menschen auf einmal. Du tötest Menschen,
Das wird einfach reininterpretiert. Auf verrückte Weise wird das manchmal reininterpretiert. Skouros tötet Menschen. Ja. Der hat irgendwas gesagt. Jedes Biobuch für Grundschüler tötet Menschen. Das ist, ja. Als wenn ein Mensch wie Skouros, der Typ ist wohlhabend, der sitzt da in seinem Gamingstuhl und der spielt Videospiele. Dieser Mensch tötet Menschen einfach, indem er Tweets rausschickt. Das ist grauenvoll. Es ist so bescheuert. Es ist so endgültig bescheuert. Vielleicht gibt dir das auch so einen Auftrag. Weißt du, du musst einfach, wenn du morgens aufwachst, brauchst du einen Grund, um aufzustehen. Und vielleicht denkst du dir, ich muss den Bösewicht Skouros heute besiegen. Dann stehe ich auch auf. Ich muss heute den Agitator besiegen. Dafür stehe ich heute auf. Da hat das Rechtssystem in Deutschland noch mal gut funktioniert, muss man tatsächlich sagen. Also da hat das Rechtssystem in Deutschland tatsächlich verhindert, dass Twitch hier einfach so Leute wegsperren kann bei Skouros. Das war, glaube ich, ganz gute Entwicklung. Die Argumente, die Shoyoka dann benutzt, der war ja auch mal gebannt für eine Weile. Das sagt ja schon alles aus, so, dass der schuldig ist. Ein kapitalistischer Großkonzern hat entschieden, dass der gebannt ist. Also, Jeff Bezos, der hat grundsätzlich recht, wenn er irgendwas macht. Aber dass das Gesetz, ne, dass das juristische System in Deutschland gesagt hat, nee, war unbegründet, das zählt nicht. Nee. Was heißt unbegründet? Du darfst nicht Leute einfach so bannen. Also sowas sieht das deutsche Gesetz überhaupt nicht vor. Ja. Sowas sollte Plattform komplett untersagt sein. Das ist ja dann, das zählt ja dann als Beruf. Du bist ja freiberuflich, das zählt als Beruf und du wurdest einfach gefeuert. Das geht nicht. Du kannst nicht einfach jemanden feuern ohne Angabe von Grund und sowas. Das geht nicht. Ja, so. Und das ist auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also da gibt es mehrere Artikel aus dem Grundgesetz, die da direkt dagegen stehen. Also er wurde ja gesetzlich freigesprochen. Gesetzlich wurde gesagt, er hat kein Gesetz verletzt. Also bitte, was soll das? Er hat nicht wirklich gegen Richtlinien verletzt, die gültig wären. Aber Shoyoka stellt sich hin und sagt, der war ja mal gebannt. Also ist er ja ein schlechter Mensch. Ja, ist der legt Böse. Das fest? Es ist relativ einfach. Ja, die Brocken-Ideologen legen das fest. Leute wie Michael Dent oder Shoyoka, die eine Meinungsführerschaft innehaben. Ja, aber ich glaube, Shoyoka glaubt das wirklich. Sie glaubt daran, dass das stimmt. Sie lebt in einer Welt, in der Leute, die schon mal gebannt waren, auf jeden Fall Dreck am Stecken haben. Und dass die freigesprochen wurden, macht die nicht mehr sauber. Diese Menschen sind trotzdem befleckt. In ihrer Sicht. Sind trotzdem kriminell. Ja, es ist... Vorurteile. Es sind einfach Vorurteile. Ja, nicht Vorurteile. Das ist eine Moralisierung der Politik. Das ist, was heißt Vorurteile? Du hast da deinen Feind und der ist dann auch noch moralisch schlecht. Das ist unglaublich praktisch, ist für die Agitation unglaublich sinnvoll in dem Sinne, wenn du deinen Feind zerstören willst. Also wenn du dann sagen würdest, er ist nicht nur ein politischer Feind, sondern er steht auch nur für das Böse an sich. Die sind jetzt inzwischen politische Feinde, aber am Anfang waren das einfach nur zwei Streamer, die übereinander geredet haben. Und da hat sie einfach, ich glaube, anfangs waren es einfach nur Vorurteile, dass sie sagt, oh, dieser Kuchen, das ist ein schlechter Kerl, da höre ich nur Schlechtes, den mag ich nicht, mit dem will ich nicht reden. Und dann hat sie sich Gründe gesucht, nicht mit ihm zu reden. Ach, der ist ja vorbestraft, Volksverhetzung. Dann hat sie Gründe vorgeschoben. Und dann erst hat sich das alles so entwickelt. Ich glaube, das sind einfach Menschen, die auch sehr viele Vorurteile haben. Und vor allem die sagen, sie würden ihre Vorurteile kennen. Die sagen, wir sind alle voller Vorurteile. Ich bin mir meiner Vorurteile bewusst. Zack, haben die Vorurteile gegen andere Menschen und tun so, als wenn sie keine Vorurteile hätten. Ja, das sind die Schlimmsten. Ja. Vorurteile haben wir alle. Wir alle haben unsere Vorurteile. Im besten Falle sind wir uns dessen bewusst und versuchen, aktiv dagegen vorzugehen. Naja, was heißt aktiv dagegen vorzugehen, wenn du willst ja diese Moralisierung, wenn du deinen Gegner vernichten willst. Also das ist ja etwas Gewolltes, das ist ja nichts, was unabsichtlich stattfindet. Ich meine im Alltag. Ach so, ja. Wir reden hier gerade über politische Streamer, die andere Leute versuchen, aus dem Diskurs auszuschließen und nicht über eine Alltagssituation. Wir reden doch über Menschen. Wir reden einfach über Menschen. Reden wir über Menschen? Ich bin kein Politiker. Lass uns über Menschen reden. Aber Shoyoka und Dekadet sind politische Akteure. Also das kannst du nur politisch sehen. Das kannst du nicht, sagen, das sind Menschen und die sind so und so, die haben charakterlich vielleicht so und so eine Verfehlung, die tun nichts gegen ihre... Nein, die wollen diese Moralisierung. Die wollen etwas gegen die Meinungsfreiheit tun. Die wollen ihre Feinde aus dem Diskurs ausschließen. All das wollen sie. Und deswegen sind es dann auch politische Feinde.
Also wenn jemand kommt und sagt, ich will, dass du deine Meinung nicht mehr frei sagen darfst, also wie willst du so jemanden bezeichnen? Verrückt. Verrückt. Einfach. Ja, das ist Pathologisierung. Da wirst du von Twitch gebannt, wenn du sowas machst. Nein, nicht pathologisch also, verrückt. Einfach ein bisschen verrückt. Ich lese gerade hier, Karl hat gerade 5000 Zuschauer, siehst du. Deswegen muss man auch über solche Leute reden. Die sind leider so relevant. Also das ist leider so. Nee, Karl hat gerade sein Hoch. Dadurch, dass er aufgerufen hat, hat er sehr viel Traffic generiert. Ich habe heute ein Video veröffentlicht über Karl, dass er hier mit dem, dass er das mit dem DMCA-Strike und sowas gemacht hat. Damit hat er jetzt Wellen geschlagen. Das ist ein Hype. Er hat gerade einen Hype generiert. Ich habe auch heute ein Video veröffentlicht über Karl und das geht unglaublich gut. Man merkt's. Ja, bei mir kommt auch eins in ein paar Tagen raus. Dekadent ruft zum Rechtsbruch auf. mach schnell. Bring das schnell raus. Momentan ist gerade ein Hype. Wir haben gerade einen Karl-Hype. Kommt in den nächsten Tagen. Nimm den mit. Nimm den Karl-Hype mit. Neitan hat schon Karl gesagt. Also, gestrikt? Wissen wir nicht. Was? Wen hat Karl gestrikt? Nee, der fragt jemand, ob Karl jemanden gestrikt hat. Karl einen Kanal striken, das kann ich hier sagen. Ich lade den Talk hier auch direkt, nachdem wir hier miteinander gesprochen haben, gleich hoch. Dann kriegen das auch die Zuschauer auf meinem YouTube-Kanal mit. Sollte Karl irgendeinen Streamer striken, dann schreibt mir bitte sofort auf Discord. Ich mache dann ein kurzes, ich erwähne das in meinem Stream und lade dann sofort ein Video auf YouTube hoch. Also das, wie gesagt, wenn wer gegen die Meinungsfreiheit geht, wenn wer versucht, Leute von Twitch wegzubannen, dann haben die erstmal meine volle Solidarität, einfach weil ich der Nächste sein kann. Also man muss das gar nicht moralisch begründen, Meinungsfreiheit ist ja so ein schöner Wert, sondern nein, wenn da beispielsweise ein Kuchen-TV weggestrikt wird, wenn da die Grenzgängerstudios, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Grenzgängerstudios, die werfen Tobias Huch vor, dass er ein Video von ihnen wegen einer Verleumdungsbeschwerde gesperrt haben soll. Also das werfen sie ihm vor. Ich habe bisher noch kein Statement von Tobias Huch dazu gesehen. Also, wenn da ein Statement kommen sollte, schickt mir das gerne. Aber sobald gegen die Meinungsfreiheit vorgegangen wird, sobald Videos gesperrt werden, sobald ganze Kanäle weggelöscht werden, das ist mein nächster Gedanke sofort, ich kann der Nächste sein. Naja, und wir haben nicht das Geld, dagegen vorzugehen, ne? Ja. Die Grenzgänger, die haben das Video dann einfach auf, ich glaube, Rumble oder so veröffentlicht, aber YouTube ist es nicht mehr verfügbar. Das würde mich mal, also jedenfalls nicht ohne VPN. Das würde mich auch mal gerne interessieren, wie das da ausgeht. Aber haben die dann einen Strike bekommen oder wird das einfach nur gesperrt? Da steht wegen einer Verleumdungsbeschwerde in Deutschland nicht verfügbar, wenn du das anklickst. Ah, nee, dann ist es nicht gestrikt. Das heißt, schäm dich, Tobias Huch. Also das fand ich schon sehr seltsam. Also wie gesagt, kann ja sein, dass er dafür einen guten Grund hatte. Ich will ja nicht, also wenn die den da wirklich verleumdet, also Verleumdung wäre ja eine Straftat, dann wäre das ein guter Grund. Aber wie gesagt, das ist aber kein Strike. Was? Das ist kein Strike, da entstehen keine Nachteile. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber das Video ist weg. Nur in Deutschland gesperrt. Du kannst das mit einem Proxy, kannst du das umgehen. Ja, die Mühe machen sich die meisten nicht. Also du hast ein Video mit 50.000 Klicks zu Tobias Huch, zu so einem viral gegangenen Video von Kaya Jana. Das hatte ja 100.000 Aufrufe. Das Video von Tobias Huch hat auch fast 100.000, also ich weiß nicht, wie viele genau, ein bisschen weniger als 100.000, glaube ich. Das der Grenzgängerstudios hatte 50.000 und das war dann plötzlich weg. Das heißt, das ist da jetzt, also da wird schon dieser Wettbewerb von Videos und Kritikvideos darauf eingeschränkt. Das schon, aber der Kanal wurde zumindest nicht geschädigt. Nee, es wird kein Schaden am Kanal, kein nachhaltiger Schaden angerichtet. Das ist wirklich, das kann dir bei allem passieren. Du lässt ein Musikvideo laufen oder sowas, dann wird das gesperrt in einigen Ländern. Das ist nicht schlimm, du kannst es trotzdem hochgeladen lassen. Du kannst das Video auch einfach rausschneiden und dann, also du kannst den Part rausschneiden und das Video veröffentlichen, kriegst halt keine Probleme damit, mit deinem Kanal. Habe ich auch manchmal. Du hast manchmal Verleumdungsbeschwerden? Nein, ich habe Weihnachtssongs. Hier zu meinem Weihnachtsspecial habe ich ein bisschen Weihnachtsmusik laufen lassen, Musikvideos von Weihnachtssongs. Und einige Weihnachtssongs sind für Russland gesperrt. Weil die wollen nicht, dass die Russen sich Weihnachtsmusik angucken. Und deswegen war mein Video für Russland gesperrt. Ich dachte, okay, dann ist es mir egal. Ist mir doch egal, ob in Russland jemand meine Videos gucken kann. Das kümmert mich nicht. Ja, das stimmt. Das ist jetzt nicht so interessant. Würden sie ja auch nicht. Es wird keiner aus Russland mein Video gucken. Obwohl, da gibt es ja Russlanddeutsche, die da leben, also die noch Deutsch können.
So berühmt bin ich nicht, dass die dringend meine Videos gucken müssen. Nee, ich sehe es ja in meinen Analytics Deutschland, Österreich, Schweiz, der Reihenfolge, wo Genau, man normalerweise genau. geschaut, aus deutschsprachiger Kanal. Gibt ja noch an anderen Orten deutsche Minderheiten, aber die kommen, also die sind da eher selten dabei. Ach, ich habe keinen Kaffee mehr. Geht noch Kaffee? Ich trinke den ganzen Tag Kaffee. Ja, durchgehend. Wenn ich abends immer eintrinke, dann schlafe ich nicht so gut ein. Das ist nicht so gut. Hat bei mir kaum oder gar keine Wirkung oder nicht mehr die richtige Wirkung. Ich hatte eine Anfrage an ein ADHS-Klinikum geschickt. Da muss ich mich nochmal melden Anfang März. Das ist so eine Sache. Ne? Du glaubst, du hast ADHS, kannst dir keine Daten merken und die sagen, ja, melden Sie sich nochmal zwischen dem 4. und dem 6. Klar, ey. Natürlich werde ich dann dran denken hilft, in ein paar Tagen. Ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, der hilft. Oh. Was hilft? Terminkalender. Natürlich. Ich werde auf dem Handy irgendwas drauf machen. Also eine Aktivierung. Dass dann am 4. wahrscheinlich irgendwann mein Handy klingelt und ich weiß, okay, schreibst du eine E-Mail hin. Ja. Ist bei dir eigentlich in Zukunft irgendein Talk mit den Walkies oder mit Rechten oder so geplant? Nö, ich hatte Nathan tatsächlich mal angeschrieben in den Chat, der meinte, hier, komm, ich rede mit dir. Er hat mich einfach komplett ignoriert. Aber er hat ja auch nichts gegen mich in der Hand, er kennt mich nicht, ne? Ich hab ihn auf Discord eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich habe da versehentlich draufgeklickt, hat er angenommen. Der hat keine Ahnung, wer ich bin. Na, also Nathan, da hat er auch ein komplett taktisches Verhältnis zu. Also diese Walkisten, die halten sich ja nicht mal an einfachste Höflichkeitsregeln, die man eigentlich hat. Wenn man ein Gespräch, also ich würde mit diesen Leuten niemals privat eine Absprache sprechen. Also alle Absprachen, die ich mit denen, habe ich ja bei Nathan auch so gemacht, die ich mit denen treffen würde, die würde ich nur öffentlich machen. Also damit jeder weiß, was die einem versprochen oder nicht versprochen haben. Also weil diese Leute absolut, also auch wenn du mit denen was privat besprichst, ich hätte absolut, ich wäre sofort im Glauben, wenn die das für sich taktisch jetzt vorteilhaft sehen würden, dann würden die auch Privatnachrichten liegen. Also denen ist alles zuzutrauen. Ja, vielleicht, ja, natürlich. Die hatten ja auch was über Young Moralapostel. Hatten die ja auch, bei der Lucy-Sache. Da hatte sich Young Moralapostel einfach nur von den Aussagen distanziert, die gegen Carlo Nathan gebracht wurden. Und plötzlich stellt Nathan das so dar, als wenn Young Moralapostel ihm bei allem voll zustimmen würde. Und am nächsten Tag kritisiert er ihn wieder, weil er irgendwas gegen Lucy gesagt hat. Er hat ihm nicht voll zugestimmt. Er wollte sich nur von den einzelnen schlimmen Aussagen distanzieren und wollte sagen, dass da stehen wir nicht hinter. Was da, das ist in einem Ausnahmezustand passiert, da stehen wir nicht hinter. Das ist nicht, was wir über dich denken. Und das hat er einfach voll in den Schmutz gezogen. Diese nette Aussage, dass er sagt so, wir glauben das nicht von dir. Ne, ich distanziere mich davon. Wir glauben nicht, dass du das mit Absicht böse gemeint hast. Und er kommt, jetzt hat er mir aber in allem zugestimmt. Und am nächsten Tag kritisiert er mich wieder. Diese Sau. Ne? Er dreht es halt, wie er es will. Auch wenn man mal nett zu ihm ist. Ja, wenn du mal nett bist, dann hoffen sie, dass du auf ihrer Seite stehst und belohnen das Gleiche mit Lobhuldigung. Und wenn sich dann rausstellt, nee, du hast tatsächlich eine differenzierte Position, okay, dann bist du doch ein Feind. Ganz einfach. Genau, ganz genau. Die wanzen sich an dich ran, wenn sie die Chance sehen, dass du ein Wackelkandidat bist. Deswegen solltest du dieser Ideologie auch immer ganz klar Widerstand leisten. Also irgendwas Positives. Also wie gesagt, ich halte ja von solchen, ich bin ja kein Journalist, ich versuche auch gar nicht ausgewogen zu sein. Wie gesagt, ich versuche meine Zuschauer nicht zu manipulieren, ich versuche meine Argumente klar darzustellen, aber dieses Ideal, komplette Ausgewogenheit, komplette Neutralität, das habe ich ja sowieso nicht. Und deswegen brauche ich jetzt auch, wenn die Wokisten mal was richtig machen. Also keine Ahnung, Dekadent beleidigt mal in seinem Stream ausnahmsweise keinen, ruft nicht zu Straftaten auf oder also das ist ja bei ihm schon was Besonderes. Wenn er das mal nicht macht, dann erwähne ich das doch nicht positiv. Also das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sich so verhält. Weiß ich nicht. Also nicht jeder muss sich unbedingt sehr nett verhalten. Manchmal hat er sich echt nett verhalten. Das finde ich schon besonders. Also dass jemand, du nicht zu Straftaten aufrufst, ist keine Selbstverständlichkeit. Nein, das macht er ja auch nicht jedes Mal. Nee. Aber mir fällt das schon auf, wenn er normalerweise immer so eine harte Schicht um sich herum hat und immer nur rumbeleidigt, dass er dann mal nett zu jemandem ist, das finde ich schon auffällig. Das ist, da lässt er vielleicht einmal gerade den Panzer runter oder so und dann lässt er einmal die Fassade runter, weil ich glaube, das meiste spielt er. Ich habe so viel von ihm geguckt, da ist sehr viel gespielt. Er meint nicht alles so, wie er es sagt.
Er haut manchmal auf die Pauke und sehr oft, wenn er sich aufregt, regt er sich gar nicht auf, sondern er macht einen Spaß. Er overactet. Er geht ins Overacting rein und regt sich total auf und beleidigt Leute und das meint er nicht ernst. Es gibt ältere Videos zu der Hogwarts-Zeit, da hat er tatsächlich sich aufgeregt, ganz übel, dass Leute das Spiel spielen und das hat ihn persönlich aber verletzt. Da hat er geschrien vor Wut. Also da schien er nicht, da hat er nicht gelacht, der hat nicht geschmunzelt, der war richtig fertig, das hat ihn gestresst und zu der Zeit musste er, glaube ich, auch wieder in Therapie gehen. Und später sehe ich aber, viele Monate später, er beleidigt Leute und kichert danach. Der guckt immer so runter, dann siehst du immer so ein bisschen kichern, wenn er sich gerade aufgeregt hat. Da ist er nicht wirklich wütend geworden. Aber bei anderen siehst du, in älteren Videos, da war er richtig voller Zorn. Das ist ungesund. Also ich glaube, viel spielt da will ich gar nicht drüber werten. Also da will ich gar nicht drüber, es ist mir völlig egal, für ihn etwas ungesund ist. Ich finde es einfach politisch falsch, was er macht. Ich finde, das hervorzuheben, dass das eine gesund, das andere ungesund ist, finde ich wichtig für meine Zuschauer. Zu sagen, verhaltet euch nicht so, steigert euch nicht so da rein in Wut. Das ist ungesund für euch. Wenn ihr das aus Spaß macht, dann ist das eine Sache. Ja, das würde ich sagen, ist die persönliche Entscheidung der Zuschauer. Da will ich jetzt nicht zu sehr Einfluss auf die nehmen. Also als Influencer will man natürlich ein bisschen Einfluss nehmen. Ja, aber nicht auf konkrete Verhaltensweisen, konkrete Emotionen, sondern will man seine Meinung vertreten, seine politischen Ansichten vertreten, sagen, wie man selbst die Welt sieht und dann. Also sowas ist mir eigentlich. Ja, ich vertrete keine politischen egal. Ansichten. So. Ich bin kein Politstreamer. Alles, was ich mache, ist höchstens Gesellschaftskritik, Gaming und keine Ahnung, ein bisschen was mit Psychologie. So ein bisschen. Ja, ne? Einfach wie man sich wohler fühlt, so. Sich selber ein bisschen wohler fühlt. Ja, ich glaube, das wissen die Leute schon sehr gut alleine. Also da brauchen sie irgendjemand. Ich glaube, ich hab da selber einiges hinter mir, glaub mir. Ich habe da selber meine Probleme gehabt. Ey, stell mal vor, du kriegst dein Leben persönlich nicht auf den Griff, du fühlst dich ganz unwohl, dann wird dir doch irgendwer auf Twitch, der dir sagt, wie du dich verhalten sollst, da kaum bei weiterhelfen. Das ist ja ein bisschen ich alberne hatte auch, Vorstellung. Ich hatte auch meine positiven Vorbilder zu der Zeit. Die habe ich vielleicht auch gebraucht. Ich habe keine Twitch-Streamer, oder? Sondern eher Leute aus dem privaten Umkreis, oder? Influencer. Ich habe keine Menschen in meinem privaten Umkreis. Influencer. Zum Beispiel Fitnesscoaches. Es gibt ein paar gute Fitnesscoaches. Ich habe 30 Kilo abgenommen, habe Muskelmasse aufgebaut. Dann gibt es Life-Coaches, die tatsächlich nicht nur dir erzählen, wie man Frauen wegbumst, sondern tatsächlich auch sagen, wie du dich gesund verhältst, für dich selber einfach. Und das ist, wenn du sowas guckst, fühlst du dich manchmal, also ich fühlte mich dann immer ertappt und dachte mir, boah, das ist irgendwie, das trifft mich gerade, dass der das so sagt, weil ich kann das nicht umsetzen. Ne? Und im Nachhinein weiß ich jetzt aber, dass das aber richtig war. Der hat das Richtige gesagt. Ich war nicht in der Lage, das umzusetzen. Und deswegen fühlte ich mich so ertappt an der Stelle. Aber ich habe halt auch meine Influencer gehabt, von denen ich gelernt habe. Oder habe mir auch Philosophie-Interpretationen angehört im Internet. Mich damit beschäftigt. Musste sehr viel reflektieren. Ja, dazu muss ich mal sagen, Philosophie mag ich so überhaupt nicht. Also das meiste, was Philosophen dann nach jahrelangem Theoretisieren rausfinden, das weiß man auch intuitiv. Das ist zumindest bei mir meistens so. Das weiß nicht jeder intuitiv. Viele, die meisten Sachen. Du kannst es dann vielleicht nicht ganz so sauber rational begründen. Aber selbst Konstrukte, die du irgendwie rational versuchst herzuleiten, wie Utilitarismus, die sind ja auch letztlich sind die gesetzt. Also das sind gesetzte moralische Axiome, die kannst du teilen oder nicht teilen. Moral kannst du letztlich nie objektiv begründen. Es geht aber sehr um den eigenen Umgang mit sich selber. Wie man zugibt, wo seine eigenen Schwächen sind. Wo man Hilfe annimmt. Wie man Kritik umgehen kann. Da kann ich dich, glaube ich, mal fragen, welcher Philosoph hat dir denn geholfen? Der erste, der mir, also wo mir was vorgeschlagen wurde, war Nietzsche. Und ich glaube, Nietzsche ist sehr verschrien, ne, habe ich jetzt mitbekommen. Der wurde ein bisschen missbraucht und auch, ich glaube, seine Schwester hat ihn damals auch gehasst und hat ihn ziemlich durch den Schmutz gezogen. Und die Sache ist, dass Nietzsche gesagt hat, dass man den Mut haben muss, zu seinen eigenen Fehlern zu stehen. Also, dass man zugeben muss, dass man Fehler hat, weil keiner ist frei von Fehlern. Aber so wie er es ausgedrückt hat, wirkte das immer sehr arrogant.
Und ich glaube, das ist das Problem an Nietzsche gewesen, dass er immer als arrogant dargestellt wurde. Dass man immer, ich glaube, es ging darum, dass zu der Zeit gerade auch die Religion ein bisschen schwächer wurde und die Menschen brauchten irgendeine Ersatzreligion. Und irgendwie Gott ist tot oder sowas hieß es da. Das ist jetzt schon eine Weile her, als ich mir die ganzen Interpretationen angehört habe. Hast du Zarathustra gelesen? Selber lesen, ich habe noch nie was gelesen. Kann ich gar nicht. Ich kann selber nicht lesen und dabei verstehen, was ich lese. Ich drifte komplett ab. Ich habe mir als Hörbuch angehört, tatsächlich. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das war ein Hörbuch, ja. Das gibt es auf YouTube, frei verfügbar. Also da gibt es viele alte Bücher, musst du mal gucken. Also auch aus völlig anderen Bereichen. Das ist relativ interessant. Je älter das Buch und je bekannter, desto wahrscheinlicher ist es, dass es das auf YouTube gibt. Interessant. Aber da geht es ja darum, dass man sein eigener Gott wird. Dass man versucht, selber aufzusteigen. Auch wenn man das nie erreichen kann. Du sollst was anstreben, was du vielleicht nie erreichst, aber du baust Brücken auf den Weg, auf den andere wandern können. Quasi, du bist ein Vorbild. Du versuchst einfach, morgen besser zu sein als heute und vielleicht können andere dann über diese Brücke auch gehen und kommen vielleicht weiter als du. Das fand ich sehr inspirierend einfach. Und dass man aber auch zugeben muss, dass man bestimmte Sachen nicht kann, um dann daran zu arbeiten. Wenn du nämlich anfängst zu verdrängen, dass du was nicht kannst, hast du eine sehr empfindliche Schwachstelle. Weil sobald nämlich dein Selbstbild bedroht wird, weil du baust ja dieses falsche Bild von dir auf, dass du keine Schwachstelle hast, du versuchst, dich wegzudrücken, so zu verheimlichen einfach. Und wenn irgendwer dich darauf anspricht, auf deine Fehler, dann reagierst du gereizt oder abwehrend oder suchst nach Ausreden, weil du diese Fehler, die du hast, versuchst zu verdrängen, weil du daran nicht arbeiten kannst oder nicht arbeiten willst. Und wenn dir jemand anspricht, dann fühlst du dich ertappt. Sondern wichtig ist, dass du zu deinen Fehlern stehst und dass du dann daran arbeiten kannst. Und wenn dir jemand sagt, du hast den und den Fehler, sagst du, das weiß ich. Weißt du was, das weiß ich sogar. Kannst du mir vielleicht helfen, diesen Fehler irgendwie, vielleicht komme ich selber nicht weiter. Weißt du, dass du Hilfe annimmst bei deinen eigenen Fehlern und die auch nach außen tragen kannst. Ja, also ja, mutig dazu stehen. Ne? Also, aber auch diese Sachen finde ich relativ intuitiv. Also. Ja, du bist wahnsinnig analytisch. Wenn ich dich höre, das ist alles wahnsinnig sachlich. Du bist da vielleicht viel, viel weiter als ich. Ich hatte mein Leben lang Probleme. Ich habe in toxischen Umfelden gelebt und war selber auch sehr toxisch und habe mir auch selber geschadet. Und ich deswegen weiß ich, dass es nicht jedem Menschen so geht, dass nicht jeder Mensch das intuitiv kann. Und deswegen kann ich auch natürlich nur von meiner eigenen Lebensqualität erzählen. Wie gesagt, du kannst es dann dir nicht alles immer so sauber denken und bringt dich, also Philosophie bringt dich bestimmt auch auf Ideen, aber bei mir war es meistens nicht so. Also es muss ich schon aus eigener Erfahrung sagen. Kann sein, dass es bei anderen anders ist. Wenn du selber schon klargekommen bist, kein Ding, ne? Muss ja nicht jedem helfen. Vielleicht braucht der ein oder andere mal den einen oder anderen Rat und das hilft vielleicht. Die Sache ist, dass ich inzwischen aber nicht mehr beleidigt werden kann. Also das, was Neitan sagt, dass Beleidigungen nicht schlimm sind, das stimmt. Also ich persönlich kann ihm zustimmen. Du kannst mir alles entgegenbringen, ich werde mich nicht beleidigt fühlen. Das funktioniert nicht mehr. Ja, das Problem sind ja nicht Beleidigungen, das Problem sind Verleumdungen. Weil diese Verleumdungen, also wenn Neitan mich als, Rechtspopulist ist ja noch harmlos, wenn Neitan Leute als Faschisten bezeichnet, dann und da was hängen bleibt und der Arbeit, also und was dann keine Ahnung, also wenn diese Leute mal relevanter werden, wenn dann irgendwelche Leute es auf Twitter schreiben und dann die Klarnamen dazu schreiben und der Arbeitgeber das dann erfährt, dann kann das Konsequenzen haben. Also das genau ist nicht das. Schlimm, weil mich die Meinung von diesen Wokies irgendwie interessieren würde. Das ist schlimm, weil das Konsequenzen fürs spätere Leben haben kann. Also Das gibt ja wirklich viele, viele Fälle, wo dann Karrieren zerstört wurden, wo dann Leute rausgeflogen sind, weil irgendwelche Walkies irgendwelche antideutschen Lügen über sie verbreitet haben. Also genau, ich hatte das vor kurzem auch mal. Achso, Das Bild steht. Das sind ja dann echte Konsequenzen. Ja, ja. Das ist realistisch, das sind echte Konsequenzen. Das andere ist aber sich beleidigt fühlen wegen irgendwas. Und da hatte ich auch eine Transperson im Chat, als dieses ganze Finessi-Thema war. Und dann meinte diese Transperson, ich hätte sie angegriffen mit meiner Heterosexualität. Wie kann ich denn bitte jemanden angreifen? Ich sitze hier vor der Kamera. Klar, ich greife euch mit meiner Sexualität an. Ich kann ja euch auch mit Worten angreifen, natürlich. Das ist Schwachsinn. Ich kann niemanden mit Worten angreifen. Ich kann keinem was tun. Doch, du kannst dazu aufrufen, also du kannst zu Gewalt aufrufen, du kannst Lügen über ihn verbreiten. Es geht tatsächlich. Ja, also du kannst Schaden anrichten. Wenn andere denen folgen. Aber ich kann dir persönlich jetzt nichts sagen,
was dir einen Knochen bricht oder so. Oder ich sag jetzt was und du hast plötzlich davon ein blaues Auge, weil ich dir ein Wort gesagt habe. Das funktioniert nicht. Nee, so funktioniert's nicht, aber der Mechanismus ist ein anderer. Wie gesagt, wenn du das dann in richtigen Foren verbreitest, ich wollte ja gerade sagen, ich hatte vor, das Video ist heute rausgekommen auf meinem Erstkanal, da hatte ich Markus Fiedler zu Gast. Der, hatte ich ja schon gesagt, der berichtet über Manipulationen in der Wikipedia. Da werden wirklich übelste Sachen über Leute aus der Friedensbewegung behauptet. Beispielsweise, sie seien rechtsradikal, sie seien Antisemiten, sie, also wirklich, wirklich abstruses Zeug von so, ja, häufig antideutsch eingestellten Leuten, die diesen Wokies, den wir auf Twitch sehen, sehr, sehr ähnlich sind. Nur die dann halt nicht auf Twitch unterwegs sind, sondern anonym in der Wikipedia schreiben und wirklich Lügen verbreiten. Und das wirklich, du kannst jetzt sagen, ja, die glauben wahrscheinlich dann daran, aber das wirklich gezielt und das wirklich mit teils harten Konsequenzen. Also das Das kann dann auch geplant sein. Ne? Wenn das jemand anonym macht oder sowas, das kann natürlich geplant sein. Eine Trollaktion oder sonst was. Gab's ja auf Twitter auch solche Accounts. Ich meine, die hast du vielleicht auch mitbekommen. Auf Twitter habe ich jetzt so die Sif-Bubble-Watchers, die alle aussehen wie Pokémon. Neuerdings. Ja, ich weiß nicht, was der so geschrieben hat. Ah, Alerta gab's bis vor, also den gibt's immer noch, aber der schreibt seit einiger Zeit nichts mehr. Der hat wirklich übelste Lügen über Proletopia verbreitet, ihn als rechtsradikal geframed und hat alles. Und jeder, der auf seinem Rechner jetzt Proletopia eingibt, oder Erwin Tahirovic, wenn Erwin später mal wieder wo arbeiten will, dann kriegt er da der rechtsradikale Verschwörungsideologe Erwin Tahirovic angezeigt, weil Alerta das mal geschrieben hat. Also das hat Konsequenzen. Also Erwin ist aktuell noch Streamer und es jucken sich, also wie gesagt, die Woke-Bubble verwendet es dann trotzdem gegen ihn, aber wie gesagt, das kann schon also auf eine größere Ebene gehen und auch diese Accounts auf Twitter, das ist nicht harmlos, auch was ein Dave da macht. Also, oder ein Tilted Floster, die arbeiten genauso. Genau. Aber das ist ja nicht das, was ich meinte. Wenn ich von Beleidigung rede, rede ich von Sachen, das sind Worte, die du einem entgegenwirfst, die seiner Psyche schaden, weil er glaubt, dass das seiner Psyche schadet. Und das hat keinerlei andere Konsequenzen. Ich glaube, er ist eingefroren. Ich bin nicht eingefroren. ja, ich würde sagen, war schön, dass wir miteinander geredet haben. Ja, gerne wieder.